Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Direktion darf ich Sie recht herzlich auf unserer Reise durch das Salzkammergut willkommen heißen. Bevor wir nun starten, möchte ich Sie mit dem Ablauf des Programms und mit einigen Sicherheitseinrichtungen vertraut machen. Unsere Tribüne verfügt über einen umlaufenden Notausgang. Wählen Sie den Absprung nur im Notfall und nach Ihrem persönlichen Fitnessgrad. Die Toilettenanlagen befinden sich neben dem Ausgang. Bei plötzlich und unvorhergesehen auftretenden Dissonanzen führen Sie beide Handflächen zu den Ohren und helfen bitte neben Ihnen sitzenden Kindern dabei. Unter Ihrem Sitz befindet sich keine Schwimmweste. Sollten Nichtschwimmer ins Wasser fallen, so bedienen Sie sich des Rettungsringes am Steg. Das Schwimmen in den Pausen ist nicht gestattet. Wir servieren Ihnen während der gesamten Vorstellung keine Erfrischungen und Snacks. Bitte benutzen Sie dafür das Buffet in der 20-minütigen Pause. Im Interesse der Person hinter Ihnen ersuchen wir Sie, während der gesamten Vorstellung sitzen zu bleiben und keine Regenschirme aufzuspannen. Das Rauchen auf den Tribünen ist nicht gestattet, das Mitsingen ist gestattet. Ich darf Sie nun ersuchen, nach der Vorstellung so lange applaudierend auf Ihren Plätzen zu bleiben, bis sich endgültig alle Darsteller verbeugt haben. Schalten Sie Ihre Mobiltelefone erst nach der Vorstellung wieder ein. Ich darf Sie nun ersuchen, die Lehne Ihres Sitzes zu lassen, wie sie ist, das Reden einzustellen und Ihre Reise zu genießen. Für angegriffene Nerven. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Worin ihr betrachtendes Auge sich spiegelt, das ist der Wolfgangsee. The Pearl of Austria, die Perle des Salzkammerguts. 500 Meter tief, enthält Forellen, ein Familienbad und eine Temperatur von 19 Grad und Radio. Butter. Zu ihrer Rechten, on your right, der Schafsberg. Zu ihrer Linken, on your left, der Geißberg. Vor ihnen der Salatberg und hinter ihnen die Kuhheide, the Cow Meadow. So, Sie haben nun alles gesehen. Sie haben die würzige Luft atmet. Wir brechen nunmehr auf nach Ischl, nach der berühmten Sommerresidenz seiner Majestät Franz Josef. Nur hübsch gemütlich, mit der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Aber meine Herrschaften, nur immer friedlich, so sehen's doch ein, zerreißen kann ich mich doch nicht. Schauen's an den Sonnenschein, der leuchtet ins Herz hinein, so wie die Liebe, die ein jeder von uns schätzt. Und glücklich und zufrieden sein, kann man nur mit Liebe allein. Was dann, meine Herrschaften, warum geht's jetzt? Einmal Kaffee, ein weiches Ei, ein bisschen wie 4 Kronen 2. Ein Tee, 2 Semmeln, knusprig, würzig, ein süßer Blick, 3 Kronen 40. Ein Tee komplett, ein Gesicht so nett, ein kleines Bier, 3 Kronen 4. Ein kleines Fleisch und ein Brot. Bitte sehr, bitte gleich, komme schon. Bitte sehr, bitte gleich, komme schon. Bin schon da. Aber, meine Herrschaften,
was haben's schon wieder? Meine Söhne mit ihnen hat mir schon sein Gefret. Aber meine Herrschaften, so setzen sich doch nieder. So sind's doch ein Zerreißen, kann ich mich doch nicht. Schauen's an den Sonnenschein, er leuchtet ins Herz hinein. So wie die Liebe, die so wundersüß und fein. Auch immer diese Hetzereien, das Tempo schreien, Jesus nein, setzen! Was dann meine Herrschaften, das muss nicht sein. Schauen's an den Sonnenschein, der leucht ins Herz hinein, so wie des Trinkens das Wort unser einer gern. Doch meistens krieg statt 10% ich nur die Hand, Sapperment. Äußert meine Herrschaften, aber meine Damen, meine Herren, ja, was, wo wollt's denn hin, ja? Was, hab's nicht gern. Very nice people. Was heißt denn das? Eine geizige Bagage? Ey, die ein Trinkgeld auslassen? Wovon soll denn uns eins seine Schulden bezahlen? Du, apropos, was bin ich denn schuldig, Gustl? 34,80 Kronen, Herr Vorgesetzter. 34,80 Kronen. Alles für Sie. Lassen Sie sich von einem Kenner warnen. Täglich anonyme Rosen für die Frau Wirtin. Was? Diese Weiber sind unser Ruin. Ja, was machst denn du, Gustl? Wenn mich diese Frau nur anschaut, mit ihren Klurtaugen, dann bleibt mir der Verstand weg. Zum Kreuz der Rette, wer mir noch einmal dazwischen spricht, der kriegt ein paar Watschen, dass das Haus kracht. Wie lieb sie wieder ist. Ah, Leopold. Wie teuer haben wir denn das letzte Mal die Bankhändel berechnet? Wenn Sie mich was fragen, gnädige Frau, dann weiß ich gar nichts. Natürlich nicht, er weiß nichts. 2,40 Kronen. Sei ein Mann. Was geben wir denn heute als Vorspeis? Öfs à cocotte, Madame. Eier im Töpfchen. Herz am Spieß. Herz am Spieß. Und als Milchspeis? Liebesknochen mit Himbeersaft. Liebesknochen. Ja, wie schauen Sie mich denn an, Leopold? Sie, das fällt mir schon die ganze Zeit. Solche verdrahten Augen habe ich bei einem Kalberl gern. Aber bei meinem Zahlkellner sind's mir zuwider. Frau Josef, ich muss Ihnen was sagen. Sehr richtig. Die gestrige Abendeinnahme haben Sie mir noch nicht gesagt. 240 Kronen 80. Frau Josef, hören Sie mich doch an. Frau Peppi, Pepperl, Peppitschka. Halt! Für Sie bin ich immer noch Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinlechner, die Wirtin vom Weißen Rössel. Weil wir gerade beim Plauschen sind, Leopold, merken Sie sich, in den 3 Jahren, seit mein seliger Mann tot ist, habe ich 5 Zahlkinder gehabt. Anfangs waren sie alle brav und tüchtig. Aber wie sie angefangen haben, solche Kalbsaugen zu machen, so wie Sie, wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ausgeschmissen habe ich's, alle 5. Geben Sie Acht, Leopold, dass Sie das halbe Dutzend nicht voll machen. Frau Josefa, ich hab Sie ja so... Ruhig! Einmal muss es heraus! Gar nichts muss heraus! Frau Peppi! Leopold! Sie können mir drohen, so viel Sie wollen, ich sag's Ihnen! Gar nichts sagen Sie mir, ich verbiete es Ihnen! Gar nichts verbieten Sie mir, jetzt erst recht, jetzt sag ich's Ihnen! Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur, möchte ich es wagen, was dies fehlt in meinem Tagebuch, gleich auf der ersten Seite steht. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden, denn meine Liebe, die ist dein, solang ich lebe auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du mir
deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Bitte sehr, ich will nicht hören mehr, was sie da träumen in Geheimen. Sie sind bei mir, doch nur als Oberhier und nicht als Herzensbarer. Es muss was Wunderbares sein, von mir geliebt zu werden. Denn meine Liebe ist dein, solange ich lieber werde. Ich kann nichts Schöneres bedenken, als dir mein Herz zu schenken. Ihr Herz, das ist mir ganz wurscht, aber drinnen die Gäste haben Durst. Es muss ja doch was Wunderbares sein, von ihr geliebt zu werden. Denn meine Liebe ist dein, solange ich lebe werden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als ihr mein Herz zu schenken. Denn sie wird eins dafür. Na, Kellnerinnen, alles in Ordnung? Wenn die Kellnerin nicht zum Anbeißen ist, dann taugt das ganze Hotel nichts. So, Mädels, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Speisekarten sind noch nicht geschrieben und der Dampfer kann jeden Augenblick da sein. Vor allem Leopold, schauen Sie, dass Nummer 4 in Ordnung kommt. Das Balkonzimmer. Neue Gardinen ans Fenster und Blumen auf den Schreibtisch. Aha. Ist das vielleicht dieser gewisse Rechtsanwalt, von dem mir meine Vorgänger schon so viel erzählt haben? Dieser Dr. Siedler aus Berlin? Den soll ja die gnädige Frau ganz besonders in ihr Herz geschlossen haben. Habe ich auch. Das ist der netteste Stammgast von allen. Der bringt Leben ins Haus. Morgen beginnt das Schützenfest. Das lässt er kein Jahr aus. Und angesagt hat er sich auch schon. Wenn auch anonym. So. Anonym angesagt hat sich. Gnädige Frau. Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinlechner. Bis in den Tod hätte kein Wort davon über meine Lippen kommen sollen. Aber wenn die gnädige Frau meine Rosen trockt, nur weil sie glaubt, der Dr. Siedler hat sie geschickt, dann freut mich das ganze Familienleben nicht, dann pfeife ich drauf. Der Dampfer. Sie, Leopold, Sie schicken mir jeden Tag Rosen und unterschreiben sich mit deinem Schnucki? Jawohl, das Schnucki bin ich. Der Dampfer, Frau Josefa. Psst. Schluss mit dem Getratsche. Frau Josefa, Peppi, hören Sie mich an. Der Dampfer. Immer wenn ich was sagen will, kommt der kleine Dampfer. Ja, Piccolo. Das ist ja nicht gleich. Von gestern sind noch 6 Portionen Paprikahuhn übrig. Die müssen weg. Im ersten Hunger frisst die Bagage sowieso alles zusammen. Jawohl, 6 Portionen Paprikahuhn müssen weg, bevor sie stinken. Wünschen die Herrschaften vielleicht ein Zimmer im Haupthaus oder in der Dependance? Das ist uns ganz gleich. Vielleicht mit Blick auf den See? Das ist uns ganz gleich. Möchten die Herrschaften vielleicht etwas speisen? Das ist uns ganz gleich. Paprikahuhn. 2 Portionen Paprikahuhn für die Herrschaften. Zimmer 36. Ui, da fällt mir ein, Entschuldigung. Zimmer 36 ist nur einbettig. Einbettig?
Das ist uns ganz gleich. Es sind aber merkwürdige Gäste. Aber gnädige Frau, sind doch Hochzeitsreisende, wenn die nur überhaupt ein Zimmer kriegen. Also der Dr. Siedler ist nicht angekommen. Ja, dann kommt er halt mit dem nächsten Dampf am Abend. Die Nummer 4 bleibt reserviert. Wer hat hier zu bestimmen? Sie oder ich? Das ist mir ganz gleich. Komm schon, Papa. 2 Gulden für die kleine Fahrt. Na, das Geschäft ist richtig. Dafür kann ich schon 3-mal von der Janowitzbrücke nach Treptow fahren und eine Portion grüne Aale essen. Haben Sie grüne Aale? Bedauere, nein, haben wir leider nicht. Aber Paprika 100 auch von gestern ganz frisch. Das esse ich nicht. Wenn ich Dampfer fahre, dann will ich grüne Aale essen. Das gehört dazu. Aber das kennen die Brüder hier überhaupt nicht. Die Herrschaften sind aus Berlin. Na, gewiss. Haben Sie schon eine Jägend ohne Berliner gesehen? Ich nicht. Sieh doch bloß mal den herrlichen See, Papa. Na, möglichst ist mir lieber. Was? Er ist mir lieber. Du wirst schon noch sehen, wie wohl du dich hier fühlen wirst. Ich will mir nicht wohlfühlen. Es ist mir so lieber. Geben Sie mal die Speisekarte. Eine Speisekarte? Papa, du sollst mal sehen, wenn du erst ein echtes Wiener Schnitzel bekommst. Eisbein mit Sauerkohl ist mal lieber. Es ist mal lieber. Eine Speisekarte, bitte sehr. Matrosenfleisch, Jungfernbraten, Zigeunerjulasch. Ihr seid wohl hier Menschenfresser, wa? Fisolin, Karfiol, Risibisi. Haben Sie keine deutsche Speisekarte? Eine deutsche Speisekarte. Eine deutsche Speisekarte, bitte sehr. Na, geht doch. Sie hören doch, dass ich aus Berlin komme. B. B.U.-Schell. B.U.-Schell. Und ich weiß nicht, was denn B.U.-Schell ist? Aber natürlich, ein B.U.-Schell, das ist... Herr Ober, was ist denn ein B.U.-Schell? Ein Bäuschel. Bäuschel. Also ein Bäuschel, bitte sehr, das wird gewissermaßen aus dem Innersten herausgerissen, dann wird es ein bisschen gejagt, gedünstet, Salz und Pfeffer dran, Zitrone drauf, ein Ei dazu. Das Ganze ist dann ein Bäuschel, bitte sehr. Mensch, das ist ja Lungenhaschi, das esse ich nicht. Jetzt hab ich gleich gedacht. Paprika. Warum sind wir bloß nicht nach Albeck gefahren? Aber Papa, dort hättest du keine Berggipfel mit ewigem Schnee. Na, und ist Schnee so was Schönes? Ja. Zu Hause in Berlin sind wir froh, wenn er weg ist. Und hier soll ich mir plötzlich freuen, dass er da ist? Ja, aber was ist nur mit Luschi? Ich brauch 2 Zimmer, 1 mit Balkon. Ich ärgere mich. Und wenn ich mich ärgere, dann brauche ich einen Balkon, damit ich Luft kriege. Also Zimmer mit Balkon haben wir nur eines, Nummer 4. Und das ist reserviert. Leider. Mit nur 1 Zimmer mit Balkon? In Albert können 50 Zimmer kriegen. Keine Sorge, Papa. Wir werden schon unterkommen. Ich fülle Ihnen erstmal den Meldeschein aus. Was soll ich denn schreiben? Frag nicht so dämlich. In Albeck hast du es immer gewusst. Aber hier beim ewigen Schnee ist dir wohl das Gehirn eingefroren. Wilhelm Giesecke samt Tochter Trikotagen Berlin. Wilhelm Giesecke, für den Herrn von Giesecke ist schon ein Telegramm da. Ich hole es sofort. Das muss vom Sülzheimer aus Sangershausen sein, diesen Scheiß. Scheilock, lass mir aussprechen. Wenn du wüsstest, wie mich der alte Sülzheimer Pies hat und dann erst seiner Rechtsanwalt, dieser Dr. Siedler. Ja, Papa, worum geht es eigentlich in diesem endlosen Prozess? Mensch, du kommst doch aus dem Muster. Du kennst doch mein Patent. Hemdhose Apollo. Hemdhose in 1 Stück, durch Brosche, vorne zu knöpfen. Kaum bin ich mit meinem Patent raus, kommt das alte Ekel Sülzheimer mit seinem Jägerpatent. Hemdhose Attila. Gleichfalls in 1 Stück. Leichtfalls durchsprochen, aber hinzuknüpfen. Und nun führen wir einen Prozess auf Leben und Tod, vorne oder hinten. Und dieser Schweinehund von Siedler will von der Hemdhose nicht runter. Habe ich euer Gnaden soeben das Wort Schweinehund in Verbindung mit einem gewissen Rechtsanwalt Dr. Siedler verwenden hören? Was geht es Sie an? Bringen Sie mir lieber keinen Lungenausschäm, wenn ich Bäuschel bestelle. Lehne auf Rat Dr. Siedlers jede weitere Korrespondenz mit Ihnen ab.
wenn ich aus diesem Siedler bloß Hackebitter machen könnte. Oder Beefsteak Tartar. Lass Ihre albernen Witze. Für Barzellung steht Ihnen in Sangenshausen zur Verfügung. Das ist so eine Frechheit. Eine Unverschämtheit ist das, Papa. Dem musst du eine Antwort geben, dass es kracht. Jawohl. Telegrammformular gefällig? Otti, telegrafiere mal. Sülzheimer, Sangenshausen. Sie können mich... Ausgezeichnet, Mann. Entschuldigung. Lassen Sie mich dazwischen. Sie können mich im Weißen Rössl am Wolfgangsee besuchen, wenn Sie was von mir wollen. Was den Dr. Siedler anlangt, so kann er uns gleichfalls alle. Nicht mal det, nie. So wünsche ich von diesen Paragraphenverdreher und Kostenschinder nicht weiter belästigt zu werden. Stopp! Hochachtungslos, Wilhelm Giesecke! Bravo, Papa! Bravo, Papa! Oh, pardon, ausgezeichnet! Ich bringe es zur Post und bin gleich wieder hier. Was? Paprika? Zurück! Dieser Herr ist viel zu schade für den Paprika-Hund von gestern. Aber warum? Das stinkt ja noch nicht. Ich bringe Ihnen etwas Knuspriges auf Ihr Zimmer, Herr von Giesecke. Und wissen Herr von Giesecke, auf was für ein Zimmer? Ja? Auf das Zimmer Nummer 4, das mit dem herrlichen Balkon. Da können Sie sich ausärgern nach Herzen, so zu können, Herr von Giesecke, lossprudeln. Hauptsache, junger Mann, ich hab den Zimmer. Sagen Sie, was werden Sie mir zum Essen bringen? Nur vielleicht ein Entrecôte? Entrecôte? Nee. Oder ein Bobeltatschko? Bobo? Nee. Haben Sie Buletten? Nein, was ist das? Da nimmt man Rindfleisch, hackt es klein, gibt Salz dazu, Pfeffer dazu, ein Ei und Petersilie und... Ach, Sie bringen mir ja doch wieder Lungenhasche. Haben Sie wenigstens Kartoffelpuffer? Kartoffelpuffer kennen wir nicht. Kartoffelpuffer kennen Sie nicht? Noch nie etwas gehört von Kartoffelpuffer. Mit Preiselbeeren? Kartoffelpuffer mit Preiselbeeren kennen wir nicht. Und Sie leben noch? Franzl! Franzl! Die Koffer auf Nummer 4. Aber Herr Leopold, was wird denn die Frau Chefin sagen? Das Balkonzimmer vom Doktor? Psst. Ich will diesen verdammten Namen nicht mehr hören. Der Dr. Siedler soll sich ansiedeln, wo er will. Aber wenn er da herkommt, mache ich Kartoffelpuffer aus ihm. Stammgast bin, wissen Sie wo? Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen und musst du dann einmal fort. Abschied dir will, denn dein Herz, das hast du verloren im weißen Rössl am See. Heute scheint die liebe Sonne doppelt schön, weil wir uns wieder sehen im Wolfgangsee. Wenn ich Ihnen tausendmal willkommen sag, dann ist es Feiertag.
neues Gesicht? Nein, das habe ich schon seit meiner Geburt. Sie müssen der neue Oberkellner sein. Und Sie, der alte Dr. Siedler. Ja, da werden wir uns ja hoffentlich gut vertragen. Ja, hoffentlich. Sagen Sie, wie wird denn das Wetter heuer? Regnet tut's. Nix als regnen. Herrlich. Ich brauche die feuchte Luft und das Essen. Nicht zum Fressen dieses Jahr. Ja, famos. Ich soll sowieso ein paar Pfunde abnehmen. Und Mücken haben. Und vernissen. Die Betten sind's kurz. Wir warten auf ein Erdbeben. Ja, wunderbar. Dann merkt man wenigstens gleich, dass man auf dem Lande ist. So. Und nun auf mein geliebtes Balkonzimmer Nummer 4. Das ist der Chef, das ist richtig. Was soll ich mit dem alten Hut? Was machen Sie auf meinem Balkon? Erlauben Sie mal, das ist mein Balkon. Verzeihen Sie, dieses Zimmer habe ich gemietet. Nee, da irren Sie sich. Das Zimmer habe ich gemietet. Das sehen Sie doch. Entschuldigen Sie, gnädiger Herr, wer hat Sie denn da hinaufgeführt? Na, der Ober. Oder glauben Sie, ich nehme erst Ihren Birksführer, um auf den Balkon zu steigen? Leopold, haben Sie Nummer 4 weggegeben? Selbstverständlich. Der Herr Stammgast war ja mit dem Dampfer nicht angekommen und ich werde doch nicht einen prominenten Großindustriellen aus Berlin ohne Zimmer lassen. Zahlen gerufen, bitte. Leopold kriegt Haue. Der Chef ist richtig. Aber ich bitte Sie, der Herr wohnt schon seit 7 Jahren in diesem Zimmer. Na, dann kann ihm 8 Jahre mal woanders wohnen. Hm? Ich habe hier eine schriftliche Bestätigung der Frau Wirtin. Es liegt ein gültiger Mietsvertrag vor. Ich ersuche Sie daher als Jurist. Als Jurist, wenn ich das schon höre. Hier bin ich, hier blieb ich. Und wenn Sie mir reizen, bis Weihnachten. Nein, der Herr Doktor hat mein Wort. Und die Rösselwirtin hat ihr Wort noch immer gehalten. Also bitte schön, machen Sie keine Spotternadeln. Was für Nadeln soll ich nicht machen? Franz! Ich verstehe Sie nicht. Franz, schaff das Gepäck von Nummer 4 herunter. Frau, was wollen Sie von mir eigentlich? Gnädiger Herr, ich würde Sie höflichst ersuchen, das Zimmer dieses Herrn wieder frei zu machen. Aber das Zimmer hat mir der Herr O. Der Bursche sieht nicht gefährlich aus. Sachte, ich weiche der Gewalt. Otti, komm ja nicht erst hoch. Der Herr da hat unsere Wohnung weggenommen. Was denn für ein Herr? Gnädiges Fräulein. Ach, Sie sind der feine Herr. Und Sie sind so ungalant, eine junge Dame aus Ihrer Wohnung zu vertreiben. Gnädiges Fräulein, ich wusste nicht, dass am Balkonzimmer auch eine junge Dame beteiligt ist. Noch dazu eine so charmante. Ich verzichte natürlich. Schaffen Sie die Koffer ruhig wieder hinauf. Aber ich bitte Sie, meine Herrschaften, da habe ich doch auch noch ein Wörtchen reinzureden. Franz! Und was hat das zu bedeuten? Warum kommen die Koffer wieder hoch? Papa, der Herr ist doch so freundlich und verzichtet. Zu dir ist er so freundlich, zu mir war er so unverschämt. Ich lasse mir von so einem Knochen nichts schenken, bringen Sie die Koffer wieder runter. Aber Papa, so lass doch. Und wo es uns hier doch so gut gefällt. Und ich will nun mal nicht nach Albeck. Schaffen Sie die Koffer ruhig wieder hinauf. Ja. Da muss ich dem Herrn Dr. Siedler also mein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen. Wie? Hab ich recht gehört? Wem müssen Sie Ihr Zimmer? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Dr. Otto Siedler, Rechtsanwalt. Sie sind dieser Schweig! Papa. Schweig, wabbel nicht dazwischen! Bringen Sie den Koffer wieder runter! Aber was hat das mit meinem Namen zu tun? Ich heiße Hiesige. Wilhelm Hiesige, Leipziger Straße. Sie sind der Mann mit der Hemdhose. Jawohl, Hemdhose, Apollo, vorne zu knöpfen. Ich werde doch nicht mit Ihnen in einem Haus wohnen, mit den Vertretern der Gegenseite. Ich bin ja nicht beklopft. Also wo bleiben jetzt die Koffer? Meine neuen Koffer, so eine Frechheit, das wäre mit Albeck nicht passiert. Papa! So warten Sie doch, ich bringe das in Ordnung. Aber ich bitte Sie, so bleiben Sie doch. So eine Schweinerei. Marsch zurück ins Bett. Das alles nur wegen diesem verdammten Dr. Siedler. Ach, wenn ich jedoch bloß diesen Dr. Siedler austreiben könnte. Aber Herr Leopold, haben Sie denn nicht gemerkt? Der Rechtsanwalt fliegt doch auf die kleine Berlinerin. Was? Du meinst, der Siedler steht auf die Tochter vom Giesecke? Na und ob? Zwischen den beiden
bandelt sich was an. Du meinst wirklich, zwischen den beiden bandelt es sich? Ja, das wäre ja großartig. Fräulein Dile, halt, warten Sie, nicht so schnell. Warten Sie, ich hab doch mit Ihnen zu reden. Nämlich der Herr Dr. Siedler. Lassen Sie mich bloß mit diesem Dr. Siedler in Frieden. Jetzt verdirbt er dem Papa noch die paar Sommerwochen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihm diesen Dr. Siedler vom Hals halten könnte. Also, ich wüsste schon, wie, aber dafür braucht man Courage. Naja, also, wenn's bloß auf Courage ankäme. Nämlich, wenn Sie den Herrn Dr. Siedler ein ganz kleines bisschen in sich verliebt machen täten, dann wird er die Frau Josef, dann wird er ihren Herrn Papa in Frieden lassen. Verliebt machen? Ja, er ist ein recht ein fescher Kerl. Er sieht gut aus. Tja, er hat ganz mehr Äußeres. Wie? Und solche Hintertreppengeschichten mutten Sie mir zu? Einem Mädel aus Berlin? Ich sag, wenn dieser Herr mir noch einmal in die Nähe kommt, dann soll er mich kennenlernen. Gnädiges Fräulein, Sie kennenzulernen, ist seit einer Stunde mein sehnlichster Wunsch. Hast du gehört? Sein sehnlichster Wunsch? Der Herr Rechtsanwalt. Ja, wollen der Herr Doktor vielleicht jetzt mir den Prozess machen? Ja, gnädiges Fräulein, ich möchte Ihnen im mündlichen Verfahren mitteilen, wie schön es hier in St. Wolfgang ist, seit Sie angekommen sind. Alles ist viel schöner. Die Berge, der See, der Himmel. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Und ich frag dabei, bist auch du so treu wie das Blau deiner Augen. Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum blüht, vergiss mein nie. Ja, die ganze Welt machst du süße Frau, so blau, so blau, so blau. Ein hübsches Gedicht. Doch muss ich gestehen, die Welt soll man doch nicht durch andere Augen sehen. Ich find es nur gut, wenn jeder am Schluss Farbe bekennen soll und muss. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Und ich frag dabei, bist auch du so treu wie das Blau deiner Augen? Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum blüht, vergiss mein Ich. Ja, die ganze Welt machst du süße Frau. So blau, so blau, so blau. Thank you.
die ganze Welt machst du süße Frau. So blau, so blau, so blau. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich dir eins aufs Ärger lau. Ja, zum Kreuz deiner Werte, Leopold, wo stecken's denn? Frau Peppi, Peppel, Peppitschkel! Schafskopf, das ganze Haus steht voller Gäste und Sie kümmern sich nicht um die Wirtschaft. Frau Peppi, jetzt einen Kuss. Leopold, sind Sie narrisch worden? Ja, aber ein Kellner ist doch auch ein Mensch, bleibt denn Ihr Herz ganz stumm? Kümmern Sie sich nicht um mein Herz. Kümmern Sie sich lieber um die Leber, um die Nierndeln und um die Kalbshaxen. Frau Peppi, der Mensch kann nur arbeiten, wenn er hofft. An Schmorn, der Mensch darf nur hoffen, wenn er arbeitet. Ein einziges kleines Bussel. Leopold, an die Arbeit, habe ich gesagt. Ein einziges kleines Zeichen, das wir putzen. Nehmen Sie sich in Acht, Leopold. Nur einen einzigen schlagenden Beweis. Doch, jetzt wissen Sie wenigstens, wie viel es geschlagen hat. Dass mich der Kerl aber auch nie in Frieden lassen kann. Es muss was Wunderbares sein, von ihr geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solange ich lebe auf Erden. Ich kann nichts Schöneres bedenken, als ihr mein Herz zu schenken. Als dafür gibst, mir sagst, dass auch du mich genau wie Sie. Aber meine Herrschaft, wer wird gleich böse sein? Man braucht zum Leben doch auch etwas Poesie. Schauen Sie an den Sonnenschein. Nicht jeder Blitz schlagt ein. Yeah.
Nehmen Sie diese Blumen. Hier das Herz. Das tragen Sie jetzt hinauf zu dem Dr. Siedler auf sein Zimmer. Also die Aufträge, die mir die Frau Josefa da erteilt hat, meinen die Frau Josefa aber hoffentlich nicht im Ernst. Nein, die Frau Josefa meint alles nur im Spaß. Keinen Widerspruch. Tragen Sie es hinauf. Pardon? Als Postillon Amour bin ich nicht engagiert. Aha. Also mein Herr Ober widersetzt sich meinen Wünschen? Jawohl. Weil meine Frau Oberin widersetzt sich auch meinen Wünschen. Sie, Leopold, haben Sie sich das auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn er Leopold ja sagt, dann ist ja. Wenn er nein sagt, dann ist nein. Also, dann sind Sie entlassen. Machen Sie sich Ihren Dreck allein. Ja, so frech ist noch kein Mannsbild mehr gewesen. Höchste Zeit, dass wir zwei auseinandergehen. Allerhöchste Zeit. Dann ist's ja gut. Frau Seffer, haben Sie sich das aber auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn die Rösselwirtin ja sagt, dann ist es ja. Und wenn sie nein sagt, dann können Sie gehen. Ein anständiger Mann, der kann alles. Der kann stehlen und Wechsel fälschen. Aber das Gespuse mit einem anderen mit anschauen, nein. Für ein Lächeln von ihr, für ein einziges Wort, hätte ich alles getan, sofort. Doch für sie ist's ein Scherz, was für mich ein Schmerz. Ich glaub, die hat kein Herz. Für ein Körnchen Gemüt, einen Hauch Sympathie, hätte ich Pferde gestohlen für sie. Ich wär für sie gesprungen ins Wasser hinein, doch in einem Feuer, da sag ich nein, nein, zu Champagne. Wann ihnen selber bin dabei, bricht mir das Herz in zwei. Neidisch, neidisch bin ich nicht. Männer sein, die nicht. Aber zu schaff ich gestehe. Guten Morgen. Ah, der Herr Dr. Siedler. Gut geschlafen die erste Nacht? Ja, danke. Ganz famos. Und schon in aller Früh. So ein entzückender Anblick. Das gibt's halt nur in Salzkammern. Immer galant. Warten Sie, ich komme gleich hinunter. Aber nein, ich bringe Ihnen das Frühstück doch selbst hinauf. Ich habe nämlich dringend mit Ihnen zu sprechen. Da freue ich mich drauf. Ich mache Ihnen noch schnell den Kaffee mit Schlagobers zurecht, Kaisersemmeln mit Honig und zwei Eier im Glas. So einer sind Sie also. Immer zwei Eisen im Feuer, wie? Aber, gnädiges Fräulein, Sie machen sich ein vollkommen falsches Bild von mir. Ich bin Rechtsanwalt, aber ehrlich. Zumindest in Sachen Liebe. Liebe. Wir zwei. Aber mein Vater kann Sie doch nicht riechen. Keine Angst. Schon heute Nachmittag wird mir Ihr Vater selbst den Auftrag erteilen, nicht mehr von Ihrer Seite zu weichen. Ja, und wie wollen Sie das anstellen? Das lassen Sie meine Sorge sein. Ich habe nämlich jemanden herbestellt. Wen denn? Alles zu seiner Zeit. Heute Abend, wenn Sie mit mir tanzen, erzähle ich Ihnen alles. Aber es muss ein Walzer sein. Und warum gerade ein Walzer? Beim Walzer bin ich hemmungslos. Huch. Was mein Herz zu sagen hat, fühlst auch du. Was die Uhr geschlagen hat, weißt auch du. Und wie einst der Romeo sing ich heute.
mein Chanson vom Balkon. Sagst du es in Prosa mir, klingt es kühl. Und das ist nicht das Rechte für mein Gefühl. Jede Serenade braucht den Reim dazu. Und den Takt, den wählst du. Mein liebes Lied muss ein Walzer sein, voll Blütenduft und voll Sonnenschein. Denn beim ersten Du, ich mich an dich schmie, braucht mein Herz dazu süße Balsame. Mein liebes Lied muss ein Walzer sein, der süß berauscht wie Champagnerwein. Das Lied sagt, ich bin dein. Kann doch nur ein Walzer sein, kann doch nur ein Walzer sein. Und das Lied, sagt, ich bin dein. Kann doch nur ein Wiener Walzer besonders ans Herz. Du weißt ja, nach dem Anklopfen immer bis 15, wie du reingehst. An Regentagen bis 8. Ihm gibt's zum Essen was Stärkendes, ja? Kaviar, Sellerie, Spiegeleier. Ihr was Leichtes. Stangenspargel, Schinkenfleckerl, ihr mit Ei. Ja. Solche Resten wie dem Dr. Siedler. Immer zuerst ein bisschen Suppen über die Krawatten und den Rest hinten reingießen. Sie können sich auf mich verlassen. Im allgemeinen verliere niemals dein Herz an eine Chefin. Zuschauen kann ich nicht. Geh bloß nicht auf. Du singst ja ganz falsch. Ich bin im Stimmbruch. Doktor, sei arrogant gegen die Gäste. Aufs erste Rufen kommst du nie. Nie. Wenn einmal ekelhaft ans Glas guft, sagst du, nicht mein Revier, Kollege kommt gleich. Kollege kommt. Ja? Beim Rechnen musst du den Zettel immer so hochhalten, ja, dass der Gast nicht reinschauen kann. Weil sonst kannst du nicht falsch ticken. Und ein Keiner, der sich zu seinen Nachbarn verrechnet, ist seine Schande fürs ganze Jahr. Im Allgemeinen, ein Kellner ist auch ein Mensch. Aber wo wär's denn hingehen, Herr Leopold? Ja. Ich wandere aus. Nach Amerika. Ja, Gustav. Warum bläst denn keiner so? Ja, aber sie schulden mir noch 34 Kronen an. Die siehst du nie wieder. Ha ha ha.
schön sehe ich aus. Wenn ich mir so in der Leipziger Straße blicken lasse, glauben die Leute, ich bin von den Gebirgshallen ausgebrochen. Von Tiroler Quartett. Und das soll fesch sein. Die halben Hosen, als wenn der Stoff nicht gelangt hätte. Und die Pulswärme und die Beine und die nackten Knie. Wenn die Sonne weg ist, frierste, ist sie da, kommen die Mücken und Frühstück. Frühstück. Leopold, Frühstück. Leopold. Tut mir leid, Herr von Kiesiger, ich hab's Sie zwar sehr gern, aber es hat sich ausgeleopoldet. Na nun, wie sehen denn Sie aus? Sind Sie auch vom Tirols Quartett? Ich bin ein Kurgast geworden. Ein Kurgast, genau wie Sie. Machen Sie keine Witze, bringen Sie mal lieber mir ein Frühstück. Wollen wir nicht lieber miteinander dudeln gehen? Was heißt das? Was? Sie wissen nicht, was dudeln ist und Sie leben noch. Ich habe in meinem Leben noch nie gedudelt. Ein Rausch wollen wir uns ansaufen. Und ein paar hübsche Madeln gehe ich mir anlachen. An Schmorn, entlassen ist er. Jawohl. Aber der Leopold wird schon noch beweisen, dass er einen Sexappeal in sich hat. Na, Zustände sind jetzt hier. Der Oberkellner versexappelt die Gäste und meine Ene muss im Billerzimmer übernachten. Na, haben Sie vielleicht nicht gut geschlafen? Kein Auge habe ich zugemacht. So wie ich mir auf dem Billard ausstrecken will, kräht ihr Hahn. Aber so ein Krähen habe ich mein Leben noch nicht gehört. Kri, 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 so kräht kein richtiger Hahn. Aber Herr Giese... Ja, in Albeck krähen Sie anders. Kikriki, kikriki. No. Sie sind doch nicht da, um sich allerweil zu ärgern. Jetzt passen Sie mal auf. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Nee, Frau Wirtin. Erstmal bin ich 40 und das ist ein ganz anderes Stück. Aber wenn Sie die Berge nicht freuen, warum sind Sie denn dann hergekommen? Das weiß ich auch nicht. Sie, Herr von Giesecke, wenn Sie nicht immer so ein finsteres Gesicht machen denken, dann wären Sie eigentlich ein ganz ein schöner Mann. Lassen Sie diese Witze. Diese Grabelei finde ich auf meiner Rechnung dann am Wochenende. Hm? Na, wer wird denn immer gleich das Schlechteste denken? Noch dazu im Salzkammergut. Lassen Sie mir mit dem Salzhammergut zufrieden. Na, möglichst ist mir lieber. Aber Herr Giesecke... Es ist mir lieber. Herrgott, noch einmal so einen alten Schimpfierer und Meckerer. Den möchte ich mir mal so richtig in die Kur nehmen. Schön ist die Welt, schön ist die Welt, heute haben wir wieder Sonnenschein. Blühendes Feld, lachendes Feld, wer wird da wohl melancholisch sein? Hör doch mal zu, jeder kleine Vogel pfeift sich was. Sing doch auch du, pfeif doch auch du, oder brumm dir was im Bass. Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, und die Mose spielt. Heidrio! Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, so wie nirgendwo. Heidrio! Es bleibt der Feind und lange ganz ein Sommer und mit uns ab und nur die Liebe, die bleibt ganz ein Jahr. Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, ja, der Sommer immer so. Die Klarinette dudelt so nett und die Madeln drehen sich hin und her. Und jeder vor geigt was dazu, gerade als aber selbst der Mozart wär. Oh, wahrer Wein muss dabei sein, dann ist die Gegend doppelt schön. Ich hab einen Rausch, du hast einen Rausch und so werden wir uns verstehen. Salzkammergut, 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 Sal
Ischlich schön, Gmunden ist schön, doch da sollten Sie mal allweg sehen. Sang gibt es da, Krabben gibt es da, und die Flundern, die sind auch ins A. Wenn das, ja, dann ist das Leben wunderschön. Wenn du erst am Wannsee bist, weißt du dann, was Glocke ist. In Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Doch im grünen Wein gibt es auch bei Stullenpapier, Weiße und Bier, Jense klein. Hab ich gar nicht dann, wat ich froh. Und Mädchen zum Küssen, die von der Liebe wat wissen, die gibt es massenhaft am Stöltensee. In Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein, aber wir sind auch nicht doof an der Spree. Gnädigste, Sigismund Sülzheimer, Trikotage Sangershausen, genannt der schöne Sigismund. Sehr erfreut, Herr von Sülzheimer. Herr Dr. Siedler hat schon ein Zimmer für Sie reserviert. Ja, Sigi, was machen denn Sie hier? Ich habe doch Ihren Vater erwartet. Er wollte durchaus, dass ich fahre. Sie kennen ja meinen Herrn Papa. Wird er gesagt, Sigi, mein Goldjunge, mit deinem Charme wickelst du den bösen Giesige schon um den kleinen Finger. Meine Mutter hat gesagt, knall dem alten Egel eins vor den Latz. Aber das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Sie passen mir noch besser in den Plan als der alte Herr. Ah, da sind Sie ja. Darf ich vorstellen, Herr Professor Hinzelmann und seine reizende Tochter Klärchen. Grüß Gott, Frau Wirtin, meine Tochter. Guten Tag. Wir haben uns auf der Fahrt kennengelernt, der junge Herr... Sigismund Sülzheimer Junior. Ja, der hat uns hierher gebracht. Aber Frau Wirtin, das kommt ja für uns überhaupt nicht in Frage. Ach, ich hätte doch auch noch was Billigeres frei. Ganz hinten in der Dependance. Frau Wirtin, aber ganz billig? Aber ja. Und ist das Frühstück mit inbegriffen? Nein, nein, nur Bedienung und Licht. Licht brauchen wir keines, das haben wir uns selbst mitgebracht. Danke, mein Kind, ist schon gut. Und bedienen tun wir uns auch selbst. Klärchen, lass mich mal die Reisekasse zählen. Ja, Papa. Berechnen Sie für alles den halben Preis. Den Rest begleiche ich. Verstehe. Der Preis wäre also mit voller Pension 1,50 Gulden pro Tag. Das ist sehr wohlfeil. Das will ich meinen. Gut, wir bleiben. Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, Herr... Sigismund Sülzheimer Junior. Aber ein Privatgelehrter hat es heutzutage nicht leicht. Und da wir nun einmal die Reiseleidenschaft haben, meine Tochter und ich, nicht wahr, mein Kind? Ja, Papa. Wir reisen jeden dritten Sommer. Zwei Sommer freuen wir uns drauf. Da heißt sparen, bis die Reisekasse voll ist. Sehen Sie, wenn ich mir mal im Winter eine Zigarre anzünden möchte,
dann stecke ich mir stattdessen einen Bleistift in den Mund. Ist schon gut, mein Kind. Und schon hat die Reisetasche wieder 5 Gramm zugenommen. Aber wenn es dann so weit ist und ich sitze mit meinen Klärchen auf der Eisenbahn und wir fühlen das Rütteln und das Schütteln am ganzen Körper, ist das nicht schön, gell? Wir fahren immer mit dem Bummelzug, da dauert es nämlich länger. Und dann, wenn es plötzlich bergauf geht, tscha, 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 das schaff ich nicht, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht. Herrlich, herrlich. Und dann geht es ja plötzlich wieder bergab, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich. Herrgott, mach das nicht glücklich! Papa! Ach, ich rede wohl schon wieder zu viel. Gut, ich werde jetzt in unsere Dependance gehen, werde mir die Gegend begucken und wenn du dann aufs Zimmer kommst, dann kann ich dir das gesamte Panorama schon geologisch erklären. Vielleicht ein Schluckerl Rotwein aufs Zimmer? Gott bewahre, habe ich mir ja schon längst abgewöhnt. Statt jedes Schluckes Alkohol tue ich einen Spargroschen in unsere Reisekasse und sage mir, wieder 1 Kilometer. Den schaff ich, den schaff ich, den schaff ich. Den schaff ich, den schaff ich, den schaff ich, den schaff ich, den schaff ich. Ein netter alter Reisender, Herr Papa. Ach ja. Und erst sein Töchterchen. Ach nein. Ach, meine Kleine, würden Sie sich mir zu einem kleinen Rundgang durch den Ort anvertrauen? Ja. Vielleicht ins Familienbad? Ach nein. Ach, bitte, bitte, bitte. Erstens wird mir in Ihrer Nähe ganz heiß. Und zweitens bin ich eine ausgesprochene Badeschönheit. Ja? Sagen Sie, sind Sie immer so einsilbig? Wohl angeborene Schüchternheit? Ach ja. Die werde ich Ihnen schon im Wasser austreiben. Im Wasser hat alles ein anderes Gesicht. Franz, komm. Hilf mir. Wo ist er? Wir nehmen den. Er schaut schwer aus. Der ist schwer. Der ist schwer. Ich hab ihn. Oh, so geschickt bist du nicht wirklich. So, er mich nimmt der Griff. Thank you.
Eine kleine Schweigende. Ist die Welt nicht eine schöne Erfindung? Ach ja. Sind Sie immer so schweigsam? Ach ja. Sie haben so sprechende Augen. Es muss entzückend sein, mit Ihnen plaudern zu können. Ach nein. Gerade eine süße Stimme hatte mich den größten Reiz. Ja? Da habe ich jetzt neulich in Salzburg einen riesen Spaß gehabt. Im Kaffeehaus saß mir ein Mädchen gegenüber, bildhübsch, solange sie stumm war. Auf einmal wandte sie sich an mich und sagte, könnte ich ein bisschen Feldterwasser haben? Feldterwasser! Und aus was? Vor lauter Lachen bin ich fast an den Stuhl gefallen. Feldterwasser! Sehen Sie jetzt, warum ich so schweigsam war? Lieber sollten Sie mich für dusnig halten, als dass Sie mich auslachen. Ach, Klärchen, dieser kleine Sprachfehler steht Ihnen ganz entzückend. Der wirkt richtig findig auf mich. Ach, Klärchen. Wissen Sie, die Herren haben ja auch so ihre komischen Spezialitäten. Wenn einer zum Beispiel stolpert oder so kurzsichtig ist, oder einer hat schon in ganz jungen Jahren einen ganz kahlen Kopf, so glatt und rund wie ein Globus, da lache ich mir immer einen Ast. Ha, ha. Auf diesen Ast können Sie sich beruhigt setzen, mein Fräulein. Wir zwei sind quitt. Wollen Sie mal anfassen? Ein tolles Ding. Ach, herrje. Der steht Ihnen ja wunderbar, der Wasserkopf. Ist ja auch meine stärkste Waffe im Kampf mit den Frauen. Treiben wohl ziemlich sinnlich. Was heißt denn ziemlich? Unsagbar sinnlich. Ach, Klärchen, ich bin eine Naturschönheit. Und die Wirkung der nackten Birne auf das weibliche Geschlecht ist ausgesprochen haarsträubend. Wollen Sie sehen? Ach ja. Sehen Sie? Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Der Siege ist nun mal ein süßer Kavalier, und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund dafür? Als Siege in der Wiege lag, da war es schon zu sehen. Das Kind wird wunderschön, wie ein Standbild aus Athen. Die Männer wurden grün verwot, die Mädchen in der Stadt. Die sagte nur kein Neid, wer hat, der hat. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Der Siege ist nun mal ein süßer Kavalier, und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund dafür.
Sigismund, der Sigismund. Da gibt's keine Sünd. Sie hat geglaubt. Sie hat geglaubt. Jetzt kriegt sie ein Kind. Ein Kind, ein Kind. Das muss ein Zwilling sein. Wenn ich bloß wüsste, wo es zu dieser verdammten Almhütte geht. 5 Stunden laufe ich schon. Ich sollte dünner werden. Ich will aber nicht dünner werden. Ein Alpeg wäre schöner. Wenn ich bloß wüsste, wo diese Hütte steht. Den Weg zur Almhütte, Herr Giesecke, den kann ich Ihnen zeigen. Sie, nehmen Sie gefälligst den Finger aus der Gegend. Mit Ihnen zusammen auf der Alm, na, das Geschäft wäre richtig. Aber Herr Giesecke, ich möchte doch nur über Ihren Prozess mit Ihnen sprechen. Prozess? Mein Herr, ich bin zu meiner Erholung und nicht zu Ihrer hier. Also kein Wort über den Prozess. Wie steht er denn? Ich habe den für morgen angesetzten Termin telegrafisch abgesagt. Damit wir einen Vergleich schließen können. Vergleich? Nee, danke. Ausgeschlossen. Was will er denn zeigen? Das wird von mir abhängen, lieber Herr Giesecke. Sie, von Ihnen lasse ich aber nichts protestieren. Aber Herr Giesecke, ich möchte Ihnen doch den Weg auf die Alm zeigen. Sie, lieber Verlofigmann. Herr Giesecke. Mensch, was läuft es Ihnen nach wie ein Dackel? Und damit unsere Beziehung ihn für alle mal geklärt sind. Sie wissen nicht, wer ich weiß nicht, wer Sie sind, wir beide total vergessen. Verstanden? Wie Sie befehlen. Wir kennen uns also in diesem Leben nicht mehr. Wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie gekannt. Mahlzeit. Mahlzeit. Da ist ja der Herr von Giesecke. Ich habe einen eingeschriebenen Brief für den Herrn von Giesecke. Sülzheimer Sangershausen, geben Sie her. Na, Herr von Giesecke, dazu brauche ich erst eine Na, ein Ausweis, dass Sie der Herr von Giesecke sind. Mensch, Sie sprechen mir doch mit Namen an, Sie kennen mir doch. Ja, privat kenne ich den Herrn von Giesecke, aber amtlich kenne ich den Herrn von Giesecke noch nicht. Das wäre mein Alpeck nicht passieren. Mensch, ich laufe doch nicht auf allem mit dem Pass. Na, vielleicht kann Sie unser Stammgast legitimieren. Herr Dr. Siedler, kennen Sie den Herrn? Habe nicht das Vergnügen. Wie? Ich kannte mal einen Herrn Giesecke, aber den habe ich soeben total vergessen. Der Geschäft ist richtig. Sie kennen mich nicht, Sie werden mir gleich kennenlernen, wenn Sie mich nicht kennen. Völlig unbekannt. Das darf nicht wahr sein. Mensch, rufen Sie mir nicht nach wie ein Dackel. Jetzt kenne ich mich bald selber nicht mehr. Gestatten also, dass ich mir vorstelle, Wilhelm Giesecke, Leipziger Straße. Angenehm, Otto Siedler, Rechtsanwalt. Ich agnostiziere meinen lieben alten Freund Wilhelm Giesecke. Berlin, Trikotagen, hinten zu knöpfen. Vorne zu knöpfen, vorne! Zum ersten Mal, dass ich einen Briefträger in die Wange gekniffen habe. Schätze meinen Sohn in ihren werten Händen. Selbiger erfreut sich in der gesamten Damenwelt hervorragender Beliebtheit. Mensch, da hätte ich ja die glänzende Vergleichsidee. Wenn der junge Sülzheimer und meine Ottilie... Aber das war doch meine Idee. Deshalb habe ich den jungen Sülzheimer auch telegrafisch kommen lassen. Das haben Sie gemacht? Das ist ja nicht so dumm, wie Sie aussehen. Wenn das Kind nur nicht diesen verdammt echt Giesecke'schen Dickschädel hätte. Aber Herr Giesecke, auch daran habe ich schon gedacht. Ich habe mich Ihrer Tochter bereits genähert. Wie? Um Sie vorsichtig auf den Ehegedanken vorzubereiten. Mein gnädiges Fräulein, es handelt sich um einen außergewöhnlichen Bewerber. Daher stelle ich den Antrag... Dass Sie, wenn er den Antrag macht, ihn annehmen. Jawohl. Dazu brauche ich aber Ihren Auftrag, ihr nicht mehr von der Seite zu weichen. Weichen Sie von Janis. Bearbeiten Sie den kleinen Dickkopf, bis Sie die Verlobung erreicht haben. Ich werde den kleinen Dickkopf bearbeiten. Darauf können Sie sich verlassen, lieber Herr Giesecke. Mensch, jetzt fangen Sie mal an, sympathisch zu werden. Grüß die Gott, Rechtsanwalt. Grüß die Gott, Hemdhose. Thank you.
sowas. Ihr ist sehr's nah. Na, sowas. Na, sowas. Der Kaiser kommt. Ich brauche jetzt unbedingt den Leopold. Leopold? Leopold! Wo ist denn der Wo ist denn der Leopold? Frau Kathi, wissen Sie denn nicht? Der Leopold ist doch entlassen! Entlassen? Ja, aber der muss doch ganz dringend ins Rathaus zu einer Sitzung kommen. Wir müssen Sie jetzt bei der Konkurrenz suchen. Der dudelt sich einen an. Der will seine Kummer ersaufen. Ja, aber der Kaiser kommt! Der Kaiser kommt, unser Kaiser kommt! Der Kaiser kommt? Der Kaiser kommt! Der Kaiser! Der Kaiser kommt! Der Kaiser kommt! Der Kaiser! Es muss was Wunderbares sein, dir geliebt zu werden. Meine Liebe ist dein. Meine Liebe, die ist dein. Meine Liebe, die ist dein. Herr Leopold, ich bitte. Solange ich liebe dir. Herr Leopold, so nehmen wir es doch Vernunft an. Frau Kathi, was ist denn? Herr Leopold, der Kaiser kommt. Kaiser? Was denn für ein Kaiser? Ja, unser Kaiser. Unser Kaiser. Herr Leopold, der Kaiser Franz Josef kommt daher zu uns. Was? Was? Was denn der Kaiser? Der kommt. Was der Kaiser kommt zu uns, da sagt Wolfgang Jesus. Ja, Frau Kathi. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie hören ja nicht zu. Ja, aber wo wird er denn nachher wohnen, der Kaiser? Na ja, in der Post oder im Goldenen Ochsen oder beim Schwindel. Ja, hört auf, der wohnt natürlich hier bei uns im Weißen Rössl. Bei uns? Ja, ich glaube, Sie sind entlassen. Ja, aber jetzt springen Sie schnell aufs Bürgermeisteramt und sagen Sie, dass der Kaiser im Weißen Rössl steckt. Schnell! Frau Josefa! Frau Josefa! Was gibt's denn? Haben Sie denn noch nichts gehört? Nix. Ich stehe in der Küche und mache Marillenknödel. Was wollen denn Sie noch von mir? Wir zwei beide haben zwar nichts mehr miteinander zu reden, nur eines sage ich Ihnen. Der Kaiser hat sich zum Schützenfest angesagt und im Weißen Rössl steigt er ab. So, jetzt können Sie ihn einrichten, lebenswohl. Was? Was sagen Sie da? Der Kaiser? Der Kaiser hat sich zum Rössl angesagt und im Schützenfest steigt er ab? Ja, heilige Mutter Gottes, ich weiß ja von nichts. Ja, wo soll ich ihn denn einlogieren? Leopold, was soll ich ihm denn kochen? Es geht mich zwar nichts mehr an, weil ich ja entlassen bin. Deswegen müssen Sie auch diese Hand da von meiner Schulter nehmen, aber ich koche Sie mal eine Leberknödelsuppe, ein Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat und als Nachspeis. Ein Kaiserschmarrn, das ist patriotisch. Jetzt lebst du hier. Ja, Leopold, so warten's doch. Wer wird ihm denn servieren? Wer soll ihn denn empfangen? Tja, das macht schon der Herr Dr. Siedler. Das ist ja ein Rechtsanwalt. Der kann ja alles. Wiederschauen. Leopold, haben's denn kein bisschen Gefühl mehr für mich? Gefühl? Nein, das ist vorbei. Adieu. Leopold, Heidi. Heugern. Nicht, dass ich wüsste. Hier zum Kreuz der Wetter, soll ich denn vor Ihnen auf die Knie fallen? Ja, wollen wir dann. Das sollen Sie. Hinunter mit Ihnen auf die Knie. Um Gottes Willen, Leopold, das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie müssen ja nicht. Sie liegt schon. So, jetzt stelle ich meine Bedingungen. Römisch 1a. Der Dr. Siedler muss aus dem Haus! Was? Runter! Seine Majestät bekommt das Zimmer Nummer 4 vom Dr. Siedler. Weil gemeinsam mit dem Siedler wird der Kaiser in demselben Zimmer wohnen. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Sie müssen ja nicht.
Sie liegt schon wieder. Also? Abgemacht? Nenne Frau ein Wort. Also, dass Sie so energisch sein können, Leopold, das habe ich ja gar nicht geahnt. Da möchten Sie da noch schön wundern. So, und jetzt springen Sie rein ins Haus und ziehen Sie Ihnen das Staatskleid und das Grüne, auf das ich so stehe. Und am Schluss, mit einer Rede, führen Sie seine Majestät ins Haus. Leopold! Nur nicht nervös sein. Piccolo! Piccolo! Leopold! Du komm her, du springst schnell rauf zum Steinlichter. Er soll 20 Böllerschüsse vorbereiten und am Schluss von meiner Rede, wenn alles schreit hoch, dann schießt ihr los. Jesus, die sollen was von einer Schießerei erleben. Halt! War nicht geschossen? Nach dem Wort hoch? Ich bin ja kein Depp, nicht. Aber du bist nur jung, du kannst einer werden. Altberühmten Haus abzusteigen. Und ich hoffe,
dass das morgige Schützenfest und meine Anwesenheit ein bisschen Freude unter die Bevölkerung bringt. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Josefa! Wie können Sie so etwas tun? Reden Sie! Reden Sie! Bleibt auch nichts erspart. Also, wenn herauskommt, rufen alle auf mein Zeichen hoch, wie aus einer Kehle. Achtung, er kommt! Ho! 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 Ja, der Chef ist richtig. Alles meinetwegen. Das wäre ja nicht notwendig gewesen. Sie sind also der Ableger vom alten Sülzheimer. Und Sie sind der alte Giesecke. Scheußlich. Und sowas knöpft hinten. Sagen Sie, schon weitergekommen mit der Herzensangelegenheit? Wusste gar nicht, dass Sie wissen. Beinahe vor dem Abschluss. Na, den Abschluss, den feiern wir. Hoch, 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 hoch. Hoch. Majestät, ein bisschen zu spät. Euer Majestät, darf ich Ihnen untertänigst den industriellen Sulzheimer vorstellen. Genannt der schöne Sigismund. Ja. Das sieht man. Majestät, Ihnen müssen ja die Ohren klingen. In meiner Familie sprechen wir ständig von Ihnen und dem Allerwertesten. Familienkreis. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Euer Majestät.
die Präsidentin des Jungfrauenvereins des Fräulein Weghalter. Seine Majestät? Na kommen's nur rauf. Oh nein, bleib's doch besser unten. Majestät, darf ich vorstellen, Fabrikant Giesecke aus Berlin, seine Majestät aus Wien. Na, mich dürften die Leute jetzt schon kennen. Bin sehr erfreut, Majestät, mit Ihnen gemeinsam in Weißenrössl abgestiegen zu sein. Sie sind auch Kurgast in St. Wolfgang? Jawohl, eigentlich hier lieber nach Albeck. Es gefällt mir doch besser. Was heißt denn Albeck? Und Sie sind Industrieller? Jawohl, Majestät. Woher beziehen Sie denn Ihre Rohstoffe? Ja, woher denn? Die Konkurrenz muss ja nicht alles erfahren, Majestät. Wir sind ja keine Konkurrenz, Majestät. Ich habe eine Patenthose vorne zu knöpfen, er knöpft hinten. Werde mir erlauben, bei Gelegenheit, Majestät, eine kleine Kollektion zukommen zu lassen. So, jetzt lass den hohen Herrn aber endlich in Frieden. Er hat ja noch nicht einmal gefrühstückt. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Servus, Majestät. Servus. Grüß Gott, Majestät. Grüß Gott. So, Majestät, jetzt wäre es aber allerhöchste Zeit für Ihren Kaffee. Vielleicht ist es hier gefällig. Das ist sehr lieb von Ihnen. Darf ich die allerhöchste Buttersemmel streichen? Aber nicht zu dick, bitte. Ich soll nämlich abnehmen. Noch so eitel, Majestät. Was heißt denn hier noch? Nicht wahr, Majestät? Sie tragen mir die gestrige dumme Geschichte nicht länger nach. Mein Ober, der Leopold, hat nämlich allerweil solche verrückten Mucken im Kopf. Eine Herzensaffäre wahrscheinlich. Ich muss schon sagen, ich könnt's verstehen. Naja, eine Witwe hat's halt nicht leicht. Ein Witwer auch nicht. Ja. Das ist nämlich so. Ich wollte nur. Na, was denn? Nur heraus mit der Sprache. Ja. Ich sag's auch nicht weiter. Ja, das ist nämlich so. Da ist ein Herr aus Berlin. Ein Doktor mit einer sozialen Position. Und von dem habe ich gedacht, dass er mich oder dass ich ihn. Aber jetzt ist er leider auch noch eine andere. Und jetzt weiß ich nicht, ob er nicht die. Ob die nicht ihn... Ich verstehe alles. Es kommt nur ein bisschen konfus heraus. Ich glaube fast, ich höre einen Vortrag von meinem Ministerpräsidenten. Ganz recht, Majestät. Was werde ich Sie noch mit meinen Privatangelegenheiten belästigen? Sie haben ja genug Sorgen mit der Politik. Ja, ja, die Politik. Leicht ist sie ja nicht. Schon's, zum Beispiel die Schulpolitik. Da heißt es einmal, man kann mit 3,5 aufsteigen, am nächsten Tag schon wieder nicht. Jetzt kennt sich keiner mehr aus. Ja, ja, aber was hilft's? Man muss schon aushalten dabei. Schauen Sie, ich habe mir als kleiner Bub auch immer gedacht, dass weiß Gott, was aus mir werden wird. Und was ist aus mir geworden? Ein Kaiser! Ja, da kann man halt nichts machen. Ja, da kann man auch nichts machen. Der Mensch kann halt nicht weg von sich. Majestät, wollen Sie mir das nicht in mein Stammbuch hineinschreiben? In Stammbuch? Ja, damit ich's immer vor Augen habe. Naja. Aber was anders. Es ist einmal im Leben so. Allen geht es ebenso. Was man möchte so gern, liegt so fern. Wenn man alles haben könnte, wenn man ohne Mühe fänd, was man nie erreicht, dann wär's leicht. Doch man sieht allmählich ein, man muss hübsch bescheiden sein.
Schweige und begnüge dich, lächle und füge dich. Es ist einmal im Leben so. Allen geht es ebenso. Gerade der allerschönste Traum bleibt Schaum. Der untertänigste Jagd ist bereit. Ah, Jesus, die Jagd! Na, das kann ja heiter werden. Ich danke Ihnen jedenfalls für die freundliche Bewirtung und Frau Vogelhuber, gescheit sein. Eingerufen, Majestät. So ein dummer Bub. Weidmannsheil, Majestät. Schießen Sie mir gut aus. Hoffentlich lassen sich die Gemse nicht bitten. Majestät sind ja so berühmt als Jäger, haben ja schon so viele Böcke geschossen. Wünsche, frohe Jagd zu wünschen. Ja, aber da musst du auch ein bisschen brav sein. Ja, was wollte ich noch sagen? Es war sehr, ah ja, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Was sagen Sie, gnädige Frau? 20 Heller. Dank vom Hause Habsburg. Du frecher Lausbub, was ist denn das für ein Ton? Ich weiß schon, wer euch alle hier so aufgehetzt hat. Marsch in die Küche. Ein Keller ist auch nur ein Mensch. Das sagt der Leopold immer. Und der muss es wissen. Jawohl, ein Keller ist auch ein Mensch. Darum komme ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Schon wieder einmal. Sollten Sie sich nicht lieber bei mir entschuldigen? Wegen gestern. Mir ist nur der Mund mit dem Herzen durchgegangen. Das ist kein Verbrechen. Aber einen wahren Freund verkennen wegen einem falschen Freund. So, jetzt komme ich bestimmt nicht wieder zurück. Ja, aber Sie närrischer Mensch. Haben Sie schon jemals einen Verliebten gesehen, der nicht närrisch war? Und damit Sie wissen, dass es zwischen uns zwei jetzt endgültig aus ist, ich gehe jetzt aufs Bürgermeisteramt und hole mir mein Dienstbüchel. Zeugnis, Unterschrift, Stempel, Schluss. Ja, was ist Ihnen denn heute wieder über die Leber gelaufen? Vor einer Viertelstunde habe ich mich um einen Gulden verrichtet. Zu meinen Ungunsten! Da war's ein Kölner, was die Stunde geschlagen hat! Leopold! Leopold! Was? Ich werde doch nicht nachlaufen! Na, Frau Josefa, alles gut gegangen? Der Kaiser zufrieden gewesen? Gott sei Dank, ja. Und Sie? Sind Sie dieses Jahr auch zufrieden mit dem weißen Rössel? Wie können Sie da fragen? Weißen Rassel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen und musst du dann einmal fort von dir, so tut der Abschied dir weh.
geht es ebenso. Was man möchte so gern, liegt so fern. Und wenn man alles haben könnte, den Reisezauber? Mein Jott, wo soll da der Zauber liegen, wenn du 4 Wochen schlechter wohnst wie zu Hause? Ach, die Welt ist doch so schön. Ich habe schon ein großes Stück davon gesehen. Die Märkische Schweiz, die Vogtländische Schweiz, die Sächsische Schweiz, den Schweizer Garten, das Schweizer Haus. Tja, leider für die richtige Schweiz hat's leider noch nicht gelangt. Aber mit dem Salzkammergut ging's diesmal. Ja, richtig. Sie sind doch mit dem jungen Sülzheimer hierher gereist. Was halten Sie von ihm? Ein höchst wohlerzogener, feiner, junger Mensch. Freut mir zu hören. Und könnten Sie sich ihn als Ehemann vorstellen? Richtig. Aber sowas kommt ja für mein armes Kind überhaupt nicht in Frage. Nee, ich frage nur so im Allgemeinen. Fräulein, was gibt's denn hier zu trinken? Nur ein Kiesübler. An Roden, an Weißen, vom Thoma, vom Meierhofer und vom Bosinger. Und Weiße mit Schuss haben Sie nicht? Nee, wir haben doch keinen Schuss. Dann bringen Sie uns 2 Schorle Morle. Nein, danke, doch. Nicht für mich. Doch, mein Lieber. Heute müsste sich ausnahmsweise im Alkohol üben. Es könnte sein, dass wir heute Abend die Verlobung Ihres jungen Freundes feiern. Des Herrn Sülzheimer? Ja. Aber ich versichere Ihnen, ich weiß von nichts und mein Kind wird doch nicht ohne mich zu fragen. Nee, abgesehen von Ihren Klärchen. Schmeckt außergewöhnlich schön. Warte, Schorle, Josef, Ihnen schmeckt wohl alles außergewöhnlich schön, wie? Auf Reisen schon. Sehen Sie, das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden. Sie reisen, um zu schimpfen, und ich reise, um glücklich zu sein. Ach, kennt ihr, Chef, das ist richtig. Den nehme ich nächstes Jahr mit nach Aalbeck. Hören Sie zum Beispiel jeden Morgen den Hahn vom Weißen Rössel? Wer sollte den nicht hören? Ach, wenn der sein Kikariki ansteht,
so wohlklingend, so herzerquickend. Kikeriki! Das muss ein ganz anderer Hahn gewesen sein. Ach, und dann treibt's mich hinauf in die Berge, hinaus in den flüsternden Wald. Und wenn ich dann das Auge offen halte für all das Schöne, dann spüre ich ihn. Wen? Da den Reisezauber. Na, meine Herren, wie schmeckt der Wein? Ich möchte Ihr Gespräch nicht stören, aber ich glaube, mich treibt's jetzt woanders hin. Weiße mit Schuss ist mal lieber. Herr Giesecke, ich habe hier ein Telegramm vom alten Sülzheimer. Mit der Verlobung meines Sohnes einverstanden. Herzliche Grüße an die Braut. Das haben Sie ja rosartig gemacht. Ja, ich habe getan, was in meinen Kräften stand. Dafür ist das Kind auch wie ausgewechselt. Ich kann Ihnen nur mehr sagen. Sie ist verliebt. Wirklich? Verlassen Sie sich drum. Sie ist verliebt. Und ich habe für heute Abend schon das Verlobungsessen bestellt. Na, hoffentlich mit genug Sekt. Na, warten! Wilhelm Giesecke, Berlin. Na, Prost! Das Geschäft ist richtig. Sehen Sie, meine Kleine, 2000 Meter über dem Meer, mitten unter Eisbären, das Paar bin ich in meinem Element. Eisbären? Auf dem Safberg? Mein Liebling, seien Sie nicht so streng mit mir. Ich muss in meiner Kundschaft in Sangershausen den richtigen Eisbären aufbinden. Schade, dass Sie so häufig in Sangershausen tätig sind. Wieso? Wäre ein anderer Ort für Trikotagen besser geeignet? Nein, aber es kommen wieder drei Esternen vor. Das liegt ja bloß daran, dass Sie noch nicht den richtigen Sprachlehrer gehabt haben. Passen Sie einmal auf. Bei mir werden Sie garantiert nicht lispeln. Sprechen Sie mir nach. Ich bin Ihnen gut. Ich bin Ihnen nein. Der Satz ist ganz ungefährlich, ganz ohne S. Ich bin Ihnen. Ich bin Ihnen gut. Ausgezeichnet. Das nenne ich Sprechkunst. Zweite Lektion. Ich hab dich gern. Ich hab dich. Nein, nein. Wieder ganz ungefährlich. Wieder ein Satz ganz ohne S. Ich hab dich. Ich hab dich. Gerne. Und ich dich noch viel gerne. Aber Sie nehmen doch gar keinen Sprachunterricht. Das ist mir jetzt so rausgerutscht im Eifer. So, letzte Lektion. Die schönste Lektion. Ich liebe dich. Nein, nein. Bitte, 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 Klärchen. Sprechen Sie mir nach. Wieder ganz ohne S. Ich liebe dich. Ich dich auch. Süßes Ding, ich muss Sülzheimer aus Sangershausen. Nicht so stürmisch, du zerstörst meinen Scheitel. Du hast doch gar keinen Scheitel, du süßes Sülzheimer. Ich bin ja so glücklich. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Der Siege ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Siegesmund, der Siegesmund? Der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund, der Siegesmund dafür. Schreiben Sie mir mein Zeugnis. Haben
Sie ist aber eilig. Sie, gar so gut wird das Zeugnis aber nicht ausfallen. Das kann ich mir schon denken. Rot haben Sie eine Tinte, damit Sie sagen können, Sie hätten Spesen gehabt. Ich hab der Frau Josefa immer treu und ehrlich dienen wollen. Schreiben Sie es hinein. Treu und ehrlich. Ein Leben lang. Schreiben Sie hinein. Ein Leben lang. Aber dann, da ist ein anderer gekommen und der hat der Frau Josefa den Kopf verdreht. Schreiben Sie es auch hinein. Grund des freiwilligen Dienstaustritts der Herr Dr. Siedler. Und wie der erst da war, da hab ich's nicht mehr ausgehalten im weißen Rössl. Weil das Gespuse mit dem anderen, das hab ich nicht mit anschauen können. Schreib's wörtlich hinein, was ich Ihnen jetzt sag. Zuschauen kann ich nicht. Zuschauen mag ich nicht. Wann ich nicht selber bin dabei, bricht mir das Herz. Nein, ich spiele nicht. Nein, das soll ich nicht. Aber zuschauen, ich gestehe. Zuschauen, und ich war so weh. Haben Sie das? Sind Sie mal böse? Ja, wissen Sie, Leopold, jetzt, wo Sie nicht mehr bei mir im Dienst stehen, ehrlich gesagt, ja, ich bin Ihnen böse. Weil Sie nämlich, der Rössl wird Ihnen so wenig Verstand zutrauen, dass Sie von selber draufkommt, wo Ihr Platz ist. Frau Chefin? Nein, Ihre Chefin bin ich gewesen. Lesen Sie das Zeugnis. Das kann ich mir schon denken. Das ganze Büchlein haben sie mir voll gekritzelt. Na ja, den Fleck haben sie mir auch reingemacht. Entlassen als Zahlkellner wegen Einmischung in meine Privatangelegenheit. Das ist ja gar nicht wahr. Lesen Sie weiter. Ich habe nur gesagt, wegen dem Dr. Siedler. Lesen Sie weiter. Hätten aber engagiert, also engagiert auf Lebensdauer als Ehemann. Was? Lese ich recht? Engagiert als Lebemann auf Ehedauer? Was haben Sie da hinein? So alles? Aber alles, was ganz von selber haben Sie das eigenhändig da hinein. Ja, Herr Frau Seifer, da bin ich ja jetzt kein Zahlmann mehr, da bin ich jetzt ein Ehekellner. Okay, der Vogel macht mich noch ganz narrisch. Okay, aber da bin ich jetzt ein Ober-Ehe-Zahlmann-Kellner. Ja, um Gottes Willen, so schreien's doch nicht so. Schau, Handel, das ist dein neues Frauerl. Und jetzt sollst du mich kennenlernen. Herunter mit dem Futural. Wirtschaft heraus. Piccolo, wo ist der Piccolo? So eine Schweinerei, wir haben ja ein Verlobungs-OP auszurichten. Piccolo, was ist mit dem Piccolo? Gnädig, ein Kellner ist auch nur ein Mensch. Was? Ich glaube, der hat doch keinen Watschen gekriegt. Was, ich hab doch selber immer... Ja, aber da war ich noch ein Kellner. Jetzt bin ich der Herr. Jetzt bin ich das Ross. Juhu! Ja, Leopold, da kann man ja förmlich selber Angst kriegen. Du nicht, Betty, du sollst das gut bei mir haben. Und wenn ich dir in 25 Jahren zu unserer silbernen Hochzeit mein Dienstbüchel wiedergib, dann wirst du mir gewiss reinschreiben können, ehrlich und treu. Was ist denn das? Ich halte es für ein sogenanntes
Bussen. Und ich halte es für eine ausgesprochene Knutscherei. Entschuldigen Sie, meine Verehrten, dass ich störe. Ich wollte nur an meine Bestellung erinnern. Aber selbstverständlich, Herr von Giesige, das wird ein Verlobungssouper werden, von dem noch unsere Kinder und Kindeskinder träumen werden. Aber Leopold, das hat doch noch Zeit. Aber Beute! Nur nicht nervös sein. Ja, und wenn der Herr von Giesige erlauben, dann nehmen wir beide an dem Verlobungssouper gleich teil. Freut mich sehr. Mich auch. Aber wo sind denn die anderen Brautleute? Papa Hinzelmann, darf ich Ihnen das frisch gebackene, verliebte Brautpaar präsentieren? Ja, Klärchen, Sigismund, ach, das ist schön. Das nenne ich den wahren Preisezauber. Mensch, was sollte das bedeuten? Sie sind ja schon blau vor dem Sekt. Sie haben doch versprochen, meine Tochter zu verloben. Das habe ich auch. Hä? Herr Giesecke, darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Na, das Geschäft ist richtig. Lieber, guter, alter, dicker Papa, nun meckere mal nicht und sag ja. Nun, meinetwegen. Halt, halt, was wird denn aus unserem Prozess? Mein Herr Papa verzichtet auf seine Ansprüche. Wir haben ein neues Patent. Nachthemd mit Reißverschluss. Vorne, hinten. Hauptsache, es wird nicht geknöpft. Zu Tisch, meine Herrschaften, zu Tisch. Was für Shampoos trinken, die Lächeln im Gesicht, denn die Freuden treten, die füllen die Gläser nicht. Und dann Schluss beim Kuss, nur die eine Frage kommt, wann oder wie oder wo die Hochzeit kommt. Auf Ihr Zimmer, Herr von Giesinger. Und wissen, Herr von Giesinger, was für ein Zimmer? Ja. Auf das Zimmer Nummer 4, das mit dem herrlichen Balkon. Da können Sie sich ausärgern nach Herzen, so können Herr von Giesinger lossprudeln. Hauptsache, junger Mann, ich hab das Zimmer. Sagen Sie, was werden Sie mir zum Essen bringen? Na, vielleicht ein Entrecôte. Entrecôte? Nee. Oder ein Bobeltatschko? Bobo? Nee. Haben Sie Buletten? Nein, was ist das? Da nimmt man Rindfleisch, hackt es klein, gibt Salz dazu, Pfeffer dazu, ein Ei und Petersilie und... Ach, Sie bringen mir ja doch wieder Lungenhasche. Haben Sie wenigstens Kartoffelpuffer? Kartoffelpuffer kennen wir nicht. Kartoffelpuffer kennen Sie nicht? Noch nie etwas gehört von Kartoffelpuffer. Mit Preiselbeeren? Kartoffelpuffer mit Preiselbeeren kennen wir nicht. Und Sie leben noch? Franzl! Franzl! Die Koffer auf Nummer 4. Aber Herr Leopold, was wird denn die Frau Chefin sagen? Das Balkonzimmer vom Doktor? Psst. Ich will diesen verdammten Namen nicht mehr hören. Der Dr. Siedler soll sich ansiedeln, wo er will. Aber wenn er da herkommt, mache ich Kartoffelpuff aus ihm! Musik.
wenn das Barometer wieder Sommer macht und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Dann ziehen mich die Nagelschuhe von selber hin, dort wo ich Stammgast bin, wissen Sie wo. Im weißen Rassel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von mir, so tut der Abschied dir weh. Denn dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rassel am See. Heute scheint die liebe Sonne doppelt schön, mein Herr uns wiedersehen im Wolfgangsee. Neues Gesicht? Nein, das habe ich schon seit meiner Geburt. Sie müssen der neue Oberkellner sein. Und Sie? Der alte Dr. Siedler. Ja, da werden wir uns ja hoffentlich gut vertragen. Ja, hoffentlich. Sagen Sie, wie wird denn das Wetter heuer? Regnet tut's. Nix als regnen. Herrlich. Ich brauche die feuchte Luft und das Essen. Nicht zum Fressen dieses Jahr. Ja, famos. Ich soll sowieso ein paar Pfunde abnehmen. Und Mücken haben. Und vernissen. Die Betten sind's kurz. Wir warten auf ein Erdbeben. Ja, wunderbar. Dann merkt man wenigstens gleich, dass man auf dem Lande ist. So, und nun auf mein geliebtes Balkonzimmer Nummer 4. Das ist der Chef, das ist richtig. Was soll ich mit dem alten Hut? Was machen Sie auf meinem Balkon? Erlauben Sie mal, das ist mein Balkon. Verzeihen Sie,
Dieses Zimmer habe ich gemietet. Nee, da irren Sie sich. Das Zimmer habe ich gemietet. Das sehen Sie doch. Entschuldigen Sie, gnädiger Herr. Wer hat Sie denn da hinaufgeführt? Na, der Ober. Oder glauben Sie, ich nehme erst Ihnen Birksführer, um auf den Balkon zu steigen? Leopold, haben Sie Nummer 4 weggegeben? Selbstverständlich. Der Herr Stammgast war ja mit dem Dampfer nicht angekommen und ich werde doch nicht einen prominenten Großindustriellen aus Berlin ohne Zimmer lassen. Zahlen gerufen, bitte. Leopold kriegt Haue. Der Chef ist richtig. Aber ich bitte Sie, der Herr wohnt schon seit 7 Jahren in diesem Zimmer. Na, dann kann im 8. Jahr mal woanders wohnen. Hm? Ich habe hier eine schriftliche Bestätigung der Frau Wirtin. Es liegt ein gültiger Mietsvertrag vor. Ich ersuche Sie daher als Jurist. Als Jurist, wenn ich das schon höre. Hier bin ich, hier blieb ich. Und wenn Sie mir reizen, bis Weihnachten. Nein, der Herr Doktor hat mein Wort. Und die Rösselwirtin hat ihr Wort noch immer gehalten. Also bitte schön, machen Sie keine Spompernadeln. Was für Nadeln soll ich nicht machen? Franz! Ich verstehe Sie nicht. Franz, schaff das Gepäck von Nummer 4 herunter. Frau, was wollen Sie von mir eigentlich? Gnädiger Herr, ich würde Sie höflichst ersuchen, das Zimmer dieses Herrn wieder frei zu machen. Aber das Zimmer hat mir der Herr O. Der Bursche sieht nicht gefährlich aus. Sachte, ich weiche der Gewalt. Otti, komm ja nicht erst hoch. Der Herr da hat unsere Wohnung weggenommen. Was denn für ein Herr? Gnädiges Fräulein. Ach, Sie sind der feine Herr. Und Sie sind so ungalant, eine junge Dame aus Ihrer Wohnung zu vertreiben. Gnädiges Fräulein, ich wusste nicht, dass am Balkonzimmer auch eine junge Dame beteiligt ist. Noch dazu eine so charmante. Ich verzichte natürlich. Schaffen Sie die Koffer ruhig wieder hinauf. Aber ich bitte Sie, meine Herrschaften, da habe ich doch auch noch ein Wörtchen reinzureden. Franz! Und was hat das zu bedeuten? Warum kommen die Koffer wieder hoch? Papa, der Herr ist doch so freundlich und verzichtet. Zu dir ist er so freundlich, zu mir war er so unverschämt. Ich lasse mir von so einem Knochen nichts schenken. Bringen Sie die Koffer wieder runter. Aber Papa, so lass doch. Und wo es uns hier doch so gut gefällt. Und ich will nun mal nicht nach Albeck. Schaffen Sie die Koffer ruhig wieder hinauf. Ja. Da muss ich dem Herrn Dr. Siedler also mein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen. Wie? Hab ich recht gehört? Wem müssen Sie Ihr Zimmer? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Dr. Otto Siedler, Rechtsanwalt. Sie sind dieser Schwein! Schweig, wabbel nicht dazwischen! Bringen Sie die Koffer wieder runter! Aber was hat das mit meinem Namen zu tun? Ich heiße Giesige. Wilhelm Giesige, Leipziger Straße. Sie sind der Mann mit der Hemdhose. Jawohl, Hemdhose, Apollo, vorne zu knöpfen. Ich werde doch nicht mit Ihnen in einem Haus wohnen, mit den Vertretern der Gegenseite. Ich bin ja nicht beklopft. Also wo bleiben jetzt die Koffer? Meine neuen Koffer, so eine Frechheit, das wäre mir in Albeck nicht passiert. Papa! So warten Sie doch, ich bringe das in Ordnung. Aber ich bitte Sie, so bleiben Sie doch. So eine Schweinerei. Marsch zurück ins Bett. Das alles nur wegen diesem verdammten Dr. Siedler. Ach, wenn ich jedoch bloß diesen Dr. Siedler austreiben könnte. Aber Herr Leopold, haben Sie denn nicht gemerkt? Der Rechtsanwalt fliegt doch auf die kleine Berlinerin. Was? Du meinst, der Siedler steht auf die Tochter von Giesecke? Na und ob? Zwischen den beiden bandelt sich was an. Du meinst wirklich, zwischen den beiden bandelt es sich? Ja, das... Das wäre ja großartig. Fräulein Dine, halt, warten Sie, nicht so schnell. Warten Sie, ich habe doch mit Ihnen zu reden. Nämlich der Herr Dr. Siedler. Lassen Sie mich bloß mit diesem Dr. Siedler in Frieden. Jetzt verdirbt er dem Papa noch die paar Sommerwochen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihn diesen Dr. Siedler vom Hals halten könnte. Also, ich wüsste schon, wie, aber dafür braucht man Courage. Naja, also, wenn es bloß auf Courage ankäme. Nämlich, wenn Sie den Herrn Dr. Siedler ein ganz kleines bisschen in sich verliebt machen täten, dann wird er die Frau Josef, dann wird er Ihren Herrn Papa in Frieden lassen. Verliebt machen? Ja. Als dass auch du mich liebst. Bitte sehr, ich will nicht hören mehr, was Sie da träumen.
stein, Leopold, solange ich lieber werd. Ich kann nichts Schöneres mir denken, nichts, als dir mein Herz zu schenken. Ihr Herz, das ist mir ganz wurscht, aber drinnen die Gäste haben Durst. Es muss ja doch was Wunderbares sein, von ihr geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solang ich lebe werden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als ihr mein Herz zu schenken. Wenn du bereits dafür gibst und du sagst, dass auch du mich liebst. Na, Kellnerinnen, alles in Ordnung? Wenn die Kellnerin nicht zum Anbeißen ist, dann taugt das ganze Hotel nichts. So, Mädels, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Speisekarten sind noch nicht geschrieben und der Dampfer kann jeden Augenblick da sein. Vor allem Leopold, schauen Sie, dass Nummer 4 in Ordnung kommt. Das Balkonzimmer. Neue Gardinen ans Fenster und Blumen auf den Schreibtisch. Aha. Ist das vielleicht dieser gewisse Rechtsanwalt, von dem mir meine Vorgänger schon so viel erzählt haben, dieser Dr. Siedler aus Berlin? Den soll ja die gnädige Frau ganz besonders in ihr Herz geschlossen haben. Hab ich auch. Das ist der netteste Stammgast von allen. Der bringt Leben ins Haus. Morgen beginnt das Schützenfest. Das lässt er kein Jahr aus. Und angesagt hat er sich auch schon. Wenn auch anonym. So. Anonym angesagt hat er sich. Gnädige Frau. Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinlechner. Bis in den Tod hätte kein Wort davon über meine Lippen kommen sollen. Aber wenn die gnädige Frau meine Rosen trockt, nur weil sie glaubt, der Dr. Siedler hat sie geschickt, dann freut mich das ganze Familienleben nicht, dann pfeife ich drauf. Der Dampfer? Dampfer, der Dampfer. Sie, Leopold, Sie schicken mir jeden Tag Rosen und unterschreiben sich mit deinem Schnucki? Jawohl, der Schnucki bin ich. Der Dampfer! Der Dampfer, Frau Josefa. Psst. Schluss mit dem Getratsche. Frau Josefa, Peppi, hören Sie mich an. Der Dampfer! Immer wenn ich was sagen will, kommt der kleine Dampfer. Ja, Piccolo. Das ist ja nicht gleich. Von gestern sind noch 6 Portionen Paprikahuhn übrig. Die müssen weg. Im ersten Hunger frisst die Bagage sowieso alles zusammen. Jawohl, 6 Portionen Paprikahuhn müssen weg, bevor sie stinken. Zimmer im Haupthaus oder in der Dependance? Das ist uns ganz gleich. Vielleicht mit Blick auf den See? Das ist uns ganz gleich. Möchten die Herrschaften vielleicht etwas speisen? Das ist uns ganz gleich. Paprikahuhn. 2 Portionen Paprikahuhn für die Herrschaften. Zimmer 36. Ui, da fällt mir ein, Entschuldigung. Zimmer 36 ist nur einbettig. Einbettig? Das ist uns ganz gleich. Es sind aber merkwürdige Gäste. Aber gnädige Frau, das sind doch Hochzeitsreisende, wenn die nur überhaupt ein Zimmer kriegen. Also der Dr. Siedler ist nicht angekommen. Ja, dann kommt er halt mit dem nächsten Dampfer am Abend. Die Nummer 4 bleibt reserviert. Wer hat hier zu bestimmen? Sie oder ich? Das ist mir ganz gleich. Komm schon, Papa. 2 Gulden für die kleine Fahrt. Na, das Geschäft ist richtig. Dafür kann ich schon 3-mal von der Janowitzbrücke nach Treptow fahren und eine Portion grüne Aale essen.
Haben Sie grüne Aale? Bedauere, nein, haben wir leider nicht. Aber Paprika-Hund wird auch von gestern ganz frisch. Das esse ich nicht. Wenn ich Dampfer fahre, dann will ich grüne Aale essen. Das gehört dazu. Aber das kennen die Brüder hier überhaupt nicht. Ah, die Herrschaften sind aus Berlin. Na, gewiss. Haben Sie schon eine Jägend ohne Berliner gesehen? Ich nicht. Sieh doch bloß mal den herrlichen See, Papa. Na, möglichst ist mir lieber. Was? Er ist mir lieber. Du wirst schon noch sehen, wie wohl du dich hier fühlen wirst. Ich will mir nicht wohlfühlen. Es ist mir so lieber. Geben Sie mal eine Speisekarte. Eine Speisekarte? Papa, du sollst mal sehen, wenn du erst ein echtes Wiener Schnitzel bekommst. Eisbein mit Sauerkohl ist mir lieber. Es ist mir lieber. Eine Speisekarte, bitte sehr. Matrosenfleisch, Jungfernbraten, Zigeunerjulisch. Ihr seid wohl hier Menschenfresser, wa? Fisolin, Karfiol, Risibisi. Haben Sie keine deutsche Speisekarte? Eine deutsche Speisekarte. Eine deutsche Speisekarte, bitte sehr. Na geht doch. Sie hören doch, dass ich aus Berlin komme. B. B.U.-Schell. B.U.-Schell. Und ich weiß nicht, was denn B.U.-Schell ist? Aber natürlich, ein B.U.-Schell, das ist... Herr Ober, was ist denn ein B.U.-Schell? Ein Bäuschel. Bäuschel. Also ein Bäuschel, bitte sehr, das wird gewissermaßen aus dem Innersten herausgerissen, dann wird es ein bisschen gejagt, gedünstet, Salz und Pfeffer dran, Zitrone drauf, ein Ei dazu. Das Ganze ist dann ein Bäuschel, bitte sehr. Mensch, das ist ja Lungenhaschi, das esse ich nicht. Jetzt hab ich gleich gedacht. Paprika. Warum sind wir bloß nicht nach Albeck gefahren? Aber Papa, dort hättest du keine Berggipfel mit ewigem Schnee. Na, und ist Schnee so was Schönes? Ja. Zu Hause in Berlin sind wir froh, wenn er weg ist. Und hier soll ich mir plötzlich freuen, dass er da ist? Ja, aber was ist nur mit Luschi? Ich brauch zwei Zimmer, eins mit Balkon. Ich ärgere mich. Und wenn ich mir ärgere, dann brauche ich einen Balkon, damit Luft kriege. Also Zimmer mit Balkon haben wir nur eines, Nummer 4. Und das ist reserviert. Leider. Mit nur ein Zimmer mit Balkon? In Albert können 50 Zimmer kriegen. Keine Sorge, Papa, wir werden schon unterkommen. Ich fülle Ihnen erstmal den Meldeschein aus. Was soll ich denn schreiben? Frag nicht so dämlich. In Albeck hast du es immer gewusst. Aber hier beim ewigen Schnee ist dir wohl das Gehirn eingefroren. Wilhelm Giesecke samt Tochter Trikotagen Berlin. Wilhelm Giesecke, für den Herrn von Giesecke ist schon ein Telegramm da. Ich hole es sofort. Das muss vom Sülzheimer aus Sangershausen sein, diesen Scheil. Scheil, lass mir aussprechen. Wenn du wüsstest, wie mich der alte Sülzheimer Pi sagt und dann erst deiner Rechtsanwalt, dieser Dr. Siedler. Ja, Papa, worum geht es eigentlich in diesem endlosen Prozess? Mensch, du kommst doch aus dem Muster. Du kennst doch mein Patent. Hemdhose Apollo. Hemdhose in ein Stück, durch Brosche, vorne zu knöpfen. Kaum bin ich mit meinem Patent raus, kommt das alte Ekel Sülzheimer mit seinem Jägerpatent. Hemdhose Attila. Gleichfalls in ein Stück. Leichtfalls durchsprochen, aber hinzuknüpfen. Und nun führen wir einen Prozess auf Leben und Tod, vorne oder hinten. Und dieser Schweinehund von Siedler will von der Hemdhose nicht runter. Habe ich euer Gnaden soeben das Wort Schweinehund in Verbindung mit einem gewissen Rechtsanwalt Dr. Siedler verwenden hören? Was geht es Sie an? Bringen Sie mir lieber keinen Lungenausschäm, wenn ich Bäuschel bestelle. Lehne auf Rat Dr. Siedlers jede weitere Korrespondenz mit Ihnen ab, wenn ich aus diesem Siedler bloß Hackebitter machen könnte. Oder Beefsteak Tartar. Lassen Sie Ihre albernen Witze. Für Barzahlung stehe ich Ihnen in Sangershausen zur Verfügung. Das ist so eine Frechheit. Eine Unverschämtheit ist das, Papa. Dem musst du eine Antwort geben, das ist Krach. Jawohl. Telegrammformular gefällig? Otti, telegrafiere mal. Sülzheimer, Sangershausen. Sie können mich... Ausgezeichnet, Mann. Entschuldigung. Lassen Sie mich dazwischen. Sie können mich im Weißen Rössl am Wolfgangsee besuchen, wenn Sie was von mir wollen. Was den Dr. Siedler anlangt, so kann er uns gleichfalls alle. Nicht mal das, nie. So wünsche ich von diesen Paragraphenverdreher und
Kosten schien der nicht weiter belästigt zu werden. Stopp! Hochachtungslos, Wilhelm Giesecke! Bravo, Papa! Bravo, Papa! Oh, pardon, ausgezeichnet! Ich bringe es zur Post und bin gleich wieder hier. Was? Paprika? Hm. Zurück! Dieser Herr ist viel zu schade für den Paprika-Hund von gestern. Darf ich Sie recht herzlich auf unserer Reise durch das Salzkammergut willkommen heißen. Bevor wir nun starten, möchte ich Sie mit dem Ablauf des Programms und mit einigen Sicherheitseinrichtungen vertraut machen. Unsere Tribüne verfügt über einen umlaufenden Notausgang. Wählen Sie den Absprung nur im Notfall und nach Ihrem persönlichen Fitnessgrad. Die Toilettenanlagen befinden sich neben dem Ausgang. Bei plötzlich und unvorhergesehen auftretenden Dissonanzen führen Sie beide Handflächen zu den Ohren und helfen bitte neben Ihnen sitzenden Kindern dabei. Unter Ihrem Sitz befindet sich keine Schwimmweste. Sollten Nichtschwimmer ins Wasser fallen, so bedienen Sie sich des Rettungsringes am Steg. Das Schwimmen in den Pausen ist nicht gestattet. Wir servieren Ihnen während der gesamten Vorstellung keine Erfrischungen und Snacks. Bitte benutzen Sie dafür das Buffet in der 20-minütigen Pause. Im Interesse der Person hinter Ihnen ersuchen wir Sie, während der gesamten Vorstellung sitzen zu bleiben und keine Regenschirme aufzuspannen. Das Rauchen auf den Tribünen ist nicht gestattet, das Mitsingen ist gestattet. Ich darf Sie nun ersuchen, nach der Vorstellung so lange applaudierend auf Ihren Plätzen zu bleiben, bis sich endgültig alle Darsteller verbeugt haben. Schalten Sie Ihre Mobiltelefone erst nach der Vorstellung wieder ein. Ich darf Sie nun ersuchen, die Lehne Ihres Sitzes zu lassen, wie sie ist, das Reden einzustellen und Ihre Reise zu genießen. Für angegriffene Nerven. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Worin ihr betrachtendes Auge sich spiegelt, das ist der Wolfgangsee. The Pearl of Austria, die Perle des Salzkammerguts. 500 Meter tief, enthält Forellen, ein Familienbad und eine Temperatur von 19 Grad und Radio. Butter. Zu ihrer Rechten, on your right, der Schafsberg. Zu ihrer Linken, on your left, der Geißberg. Vor ihnen der Salatberg und hinter ihnen die Kuhheide, the Cow Meadow. So, Sie haben nun alles gesehen. Sie haben die würzige Luft atmen,
Wir brechen nunmehr auf nach Ischl, nach der berühmten Sommerresidenz seiner Majestät Franz Josef. Aber meine Herrschaften, nur hübsch gemütlich, mit der Ruhe kommt man noch einmal so weit. Aber meine Herrschaften, nur immer friedlich, so sehen's doch ein, zerreißen kann ich mich doch nicht. Schauen's an den Sonnenschein, der leicht ins Herz hinein, so wie die Liebe, die ein jeder von uns schätzt. Und glücklich und zufrieden sein, kann man nur mit Liebe allein. Äußern meine Herrschaften, warum geht's jetzt? Einmal Kaffee, ein weiches Ei, ein bisschen wie 4 Kronen, 2. Ein Tee, 2 Semmern, knusprig, würzig. Ein süßer Blick, 3 Kronen, 40. Ein Tee komplett, ein Gesicht Sonne. Ein kleines Bier, 3 Kronen, 4. Ein kleines Gulasch und ein Brot. Bitte sehr, bitte gleich, komm schon. Bitte sehr, bitte gleich, komm schon. Bin schon da. Aber, meine Herrschaften, was haben's schon wieder? Männerse mit ihnen hat mir schon sein Gefrett. Aber meine Herrschaften, so setzen sich doch nieder. So sind's doch ein, zerreißen kann ich mich doch nicht. Schauen's an den Sonnenschein, er leucht ins Herz hinein, so wie die Liebe, die so wundersüß und fein. Auch immer diese Hetzereien, das Tempo schreien, Jesus nein, setzen! Äußern meine Herrschaften, das muss nicht sein. Schauen's an den Sonnenschein, er leucht ins Herz hinein, so wie des Trinkens das Wort unser einer gern. Doch meistens krieg statt 10% ich nur die Hand, Sapperment. Äußert meine Herrschaften, aber meine Damen, meine Herren, ja, was, wo wollt's denn hin, ja? Was, hab's nicht gern. Very nice people. Was heißt denn das? Eine geizige Bagage. Ehe die ein Trinkgeld auslassen. Wovon soll denn uns eins seine Schulden bezahlen? Du, apropos, was bin ich denn schuldig, Gustl? 34,80 Kronen, Herr Vorgesetzter. 34,80 Kronen. Alles für Sie. Lassen Sie sich von einem Kenner warnen. Täglich anonyme Rosen für die Frau Wirtin. Was? Diese Weiber sind unser Ruin. Ja, was machst denn du, Bustl? Du, wenn mich diese Frau nur anschaut, mit ihren Klurtaugen, dann bleibt mir der Verstand weg. Zum Kreuz der Roberta, wer mir noch einmal dazwischen spricht, der kriegt ein paar Watschen, dass das Haus kracht. Wie lieb sie wieder ist. Ah, Leopold. Wie teuer haben wir denn das letzte Mal die Backhändel berechnet? Wenn Sie mich was fragen, gnädige Frau, dann weiß ich gar nichts. Natürlich nicht, er weiß nichts. 2,40 Kronen. Sei ein Mann. Was geben wir denn heute als Vorspeis? Öfs à cocotte, Madame. Eier im Töpfchen. Herz am Spieß. Herz am Spieß. Und als Mehlspeis? Liebesknochen mit Himbeersaft. Liebesknochen. Ja, wie schauen Sie mich denn an, Leopold? Sieh, das fällt mir schon die ganze Zeit auf. Solche verdrahten Augen habe ich bei einem Kalberl gern. Aber bei meinem Zahlkellner sind's mir zuwider. Frau Josef, ich muss Ihnen was sagen. Sehr richtig. Die gestrige Abendeinnahme haben Sie mir noch nicht gesagt. 240 Kronen 80. Frau Josef, hören Sie mich doch an. Frau Peppi, Pepperl, Peppitschka. Halt! Halt! Für Sie
bin ich immer noch Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinlechner, die Wirtin vom Weißen Rössel. Weil wir gerade beim Plauschen sind, Leopold, merken Sie sich, in den 3 Jahren, seit mein seliger Mann tot ist, habe ich 5 Zahlkinder gehabt. Anfangs waren sie alle brav und tüchtig. Aber wie sie angefangen haben, solche Kalbsaugen zu machen, so wie Sie, wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ausgeschmissen habe ich's, alle 5. Geben Sie Acht, Leopold, dass Sie das halbe Dutzend nicht voll machen. Frau Josefa, ich hab Sie ja so... Ruhig! Einmal muss es heraus! Gar nichts muss heraus! Frau Peppi! Leopold! Sie können mir drohen, so viel Sie wollen, ich sag's Ihnen! Gar nichts sagen Sie mir, ich verbiete es Ihnen! Gar nichts verbieten Sie mir, jetzt erst recht, jetzt sag ich's Ihnen! Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur, möchte ich es wagen, was dies geht in meinem Tagebuch, gleich auf der ersten Seite steht. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden, denn meine Liebe, die ist dein, solang ich lebe auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken, wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst. Meinen die Frau Josefa aber hoffentlich nicht im Ernst. Nein, die Frau Josefa meint alles nur im Spaß. Keinen Widerspruch, tragen Sie es hinauf. Pardon, als Postillon d'Amour bin ich nicht engagiert. Aha, also mein Herr Ober widersetzt sich meinen Wünschen? Jawohl, weil meine Frau Oberin widersetzt sich auch meinen Wünschen. Sie, Leopold, haben Sie sich das auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn ein Leopold ja sagt, dann ist ja. Wenn er nein sagt, dann ist nein. Also, dann sind Sie entlassen. Machen Sie sich Ihren Dreck allein! Ja, so frech ist noch kein Mannsbild mehr gewesen. Höchste Zeit, dass wir zwei auseinandergehen. Allerhöchste Zeit. Dann ist's ja gut. Frau Seffer, haben Sie sich das aber auch reiflich überlegt? Aufs Reiflichste. Wenn die Rösselwirtin ja sagt, dann ist es ja. Und wenn sie nein sagt, dann können Sie gehen! Ein anständiger Mann, der kann alles. Der kann stehlen und Wechsel fälschen. Aber das Gespuse mit einem anderen mit anschauen, nein. Für ein Lächeln von ihr, für ein einziges Wort, hätte ich alles getan, sofort. Doch für sie ist's ein Scherz, was für mich ein Schmerz. Ich glaub, die hat kein Herz. Für ein Körnchen Gemüt, einen Hauch Sympathie, hätte ich Pferde gestohlen für sie. Ich wär für sie gesprungen ins Wasser hinein, doch in einem Feuer, da sag ich nein, nein, zur Champagne. Schon kann ich nicht, wann ich nicht selber bin dabei, bricht mir das Herz in zwei. Neidisch, neidisch bin ich nicht. Männer sein, ich nicht. Aber zuschauen, ich gestehe. Thank you.
gar so weh. Guten Morgen. Ah, der Herr Dr. Siedler. Gut geschlafen die erste Nacht? Ja, danke. Ganz famos. Und schon in aller Früh so ein entzückender Anblick. Das gibt's halt nur in Salzkammer. Immer galant. Warten Sie, ich komme gleich hinunter. Aber nein, ich bringe Ihnen das Frühstück doch selbst hinauf. Ich habe nämlich dringend mit Ihnen zu sprechen. Da freue ich mich drauf. Ich mache Ihnen noch schnell den Kaffee mit Schlagobers zurecht, Kaisersemmeln mit Honig und 2 Eier im Glas. So einer sind Sie also. Immer 2 Eisen im Feuer, wie? Aber, gnädiges Fräulein, Sie machen sich ein vollkommen falsches Bild von mir. Ich bin Rechtsanwalt, aber ehrlich. Zumindest in Sachen Liebe. Liebe. Wir zwei. Aber mein Vater kann sie doch nicht riechen. Keine Angst, schon heute Nachmittag wird mir Ihr Vater selbst den Auftrag erteilen, nicht mehr von Ihrer Seite zu weichen. Ja, und wie wollen Sie das anstellen? Das lassen Sie meine Sorge sein. Ich habe nämlich jemanden herbestellt. Wen denn? Alles zu seiner Zeit. Heute Abend, wenn Sie mit mir tanzen, erzähle ich Ihnen alles. Aber es muss ein Walzer sein. Und warum gerade ein Walzer? Walzer, bin ich hemmungslos. Huch. Was mein Herz zu sagen hat, fühlst auch du. Was die Uhr geschlagen hat, weißt auch du. Und wie einst der Romeo sing ich heut ebenso mein Chanson vom Balkon. Sagst du es in Prosa mir, klingt es kühl. Und das ist nicht das Rechte für mein Gefühl. Jede Serenade braucht den Reim dazu. Und den Takt, den wählst du. Mein liebes Lied muss ein Walzer sein, voll Blütenduft und voll Sonnenschein. Denn beim ersten Du ich mich an dich schmie, braucht mein Herz dazu süße Walzer. Jetzt meinen letzten Willen, sozusagen mein Testament. Aber Herr Leopold,
Das Hochzeitsball, das lege ich dir ganz besonders ans Herz. Du weißt ja, nach dem Anklopfen immer bis 15, wie du reingehst. An Regentagen bis 8. Ihm gibt's zum Essen was Stärkendes, ja? Kaviar, Sellerie, Spiegeleier. Ihr was Leichtes. Stangenspargel, Schinkenfleckerl, ihr mit Ei. Ja. Solche Christen wie dem Dr. Siedler. Immer zuerst ein bisschen Suppen über die Krawatten und den Rest hinten reingießen. Sie können sich auf mich verlassen. Im Allgemeinen. Verliere niemals dein Herz an eine Chefin. Zuschauen kann ich nicht. Geh bloß nicht auf. Du singst ja ganz falsch. Ich bin im Stimmbruch. Merk da. Sei arrogant gegen die Gäste. Aufs erste Rufen kommst du nie. Nie. Wenn einmal ekelhaft ans Glas guft, sagst du, nicht mein Revier, Kollege kommt gleich. Kollege, komm. Ja? Beim Rechnen müsst ihr den Zettel immer so hochhalten, ja, dass der Gast nicht reinschauen kann. Weil sonst kannst du den falscher Tipp. Und ein keiner, der sich zu seinen Nachbarn verrechnet, ist eine Schande fürs ganze Jahr. Im Allgemeinen, ein Kellner ist auch ein Mensch. Aber wo wär's denn hingehen, Herr Leopold? Ich wandere aus. Nach Amerika. Ja, Gustav. Warum bläst denn keiner so? Ja, aber sie schulden mir noch 34 Kronen an. Die siehst du nie wieder. Aus. Wenn ich mir so in der Leipzigerstraße blicken lasse, glauben die Leute, ich bin von den Gebirgshallen ausgebrochen. Von Tiroler Quartett. Und das soll fesch sein. Die halben Hosen, als wenn der Stoff nicht gelangt hätte. Und die Pulswärme und die Beine und die nackten Knie. Wenn die Sonne weg ist, frierste, ist sie da, kommen die Mücken und Frühstück. Frühstück. Leopold, Frühstück! Leopold! Tut mir leid, Herr von Giesiger, ich hab's Sie zwar sehr gern, aber es hat sich ausgeleopoldet. Na nun, wie sehen denn Sie aus? Sind Sie auch vom Tirols Quartett? Ich bin ein Kurgast geworden. Ein Kurgast, genau wie Sie. Machen Sie keine Witze, bringen Sie mal lieber mir ein Frühstück. Oh, er ist ein echt ein fescher Kerl. Er sieht gut aus. Er hat ganz mein Äußeres. Wie? Und solche Hintertreppengeschichten mutten Sie mir zu? Einem Mädel aus Berlin? Ich sag, wenn dieser Herr mir noch einmal in die Nähe kommt, dann soll er mich kennenlernen. Gnädiges Fräulein, Sie kennenzulernen, ist seit einer Stunde mein sehnlichster Wunsch. Hast du gehört? Sein sehnlichster Wunsch? Der Herr Rechtsanwalt. Ja, wollen der Herr Doktor vielleicht jetzt mir den Prozess machen? Ja, gnädiges Fräulein, ich möchte Ihnen im mündlichen Verfahren mitteilen, wie schön es hier in St. Wolfgang ist, seit Sie angekommen sind. Alles ist viel schöner, die Berge, der See, der Himmel. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in dein Augen schau und ich frag dabei, bist auch du so treu wie das Blau deiner Augen? Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum blüht, vergiss mein nie, ja, die ganze Welt machst du süße Frau, so blau. Ein hübsches Gedicht. Doch muss ich gestehen, die Welt soll man doch nicht durchdringen.
andere Augen sehen. Ich finde es nur gut, wenn jeder am Schluss Farbe bekennen soll und muss. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Und ich frag dabei, bist auch du so treu wie das Blau deiner Augen? Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum blüht, vergiss mein nicht. Ja, die ganze Welt machst du süße Frau. So blau, so blau. Jetzt einen Kuss. Leopold, sind Sie narrisch worden? Ja, aber ein Kellner ist doch auch ein Mensch. Bleibt denn Ihr Herz ganz stumm? Kümmern Sie sich nicht um mein Herz. Kümmern Sie sich lieber um die Leber, um die Nierndeln und um die Kalbshaxen. Frau Peppi, der Mensch kann nur arbeiten, wenn er hofft. An Schmorn. Der Mensch darf nur hoffen, wenn er arbeitet. Ein einziges kleines Bussel. Leopold, an die Arbeit, habe ich gesagt. Ein einziges kleines Zeichen, dass wir gut sind. Nehmen Sie sich in Acht, Leopold. Nur einen einzigen schlagenden Beweis. Doch! Jetzt wissen Sie wenigstens, wie viel es geschlagen hat. Dass mich der Kerl aber auch nie in Frieden lassen kann. Es muss was Wunderbares sein, von ihr geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solange ich lebe auf Erden. Dafür gibst, mir sagst, dass auch du mich
schauen, sein Kellner ist ein Mensch, genau wie Sie. Zahlen, zahlen. Aber meine Herrschaft, wer wird gleich böse sein? Man braucht zum Leben doch auch etwas Poesie. Schauen Sie an den Sonnenschein.